dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. So, wir starten hier diesmal ohne Interview direkt in diese 71. STR-Folge. Der Grund ist eine überlange Mailbox. Das schicke ich schon mal vorweg. Also auf die könnt ihr euch schon mal freuen. Und wir haben heute ein Ziel, Sebastian. Wir wollen endlich mal unter 2 Stunden bleiben. Schaffen wir das? Ich frage dich gleich mal. Ich möchte noch keine Prognose abgeben. Vielleicht können wir so, wenn wir unsere Themen so zur Hälfte mal abgearbeitet haben, mal kurz auf die Uhr gucken und dann wage ich eine Prognose, aber ja, ich bin da eher skeptisch. Ja, also der ein oder andere, der jetzt gerade den Podcast hört und auf seine Podcast-App schaut, dort die Gesamtlauflänge sieht, wird vielleicht jetzt schon schmunzeln. Andere werden vielleicht applaudieren. Mal gucken, wie sich dann letzten Endes gestalten wird von der Länge dieser 71. STR-Ausgabe. Ja, wir wollen auch gar nicht lang drum rumreden um den heißen Brei und wollen direkt in Medias Res gehen. Es gibt einiges zu erzählen, wie ich finde. Der VfB Stuttgart hat am vergangenen Samstag gegen Fürth das 12. Pflichtspiel in Folge, so ist es richtig, das 12. Pflichtspiel in Folge nicht verloren, gegen Fürth sogar gewonnen. Und dennoch geht man als VfB-Fan aus dem Spiel irgendwie so ein bisschen unbefriedigt raus. Jetzt frage ich dich erstmal, Sebastian, du warst im Stadion mit Kind und Kegel. Wie war denn die Stimmung bei euch im Familienblock? Die Stimmung im Familienblock war ziemlich gut. Also hinter uns saß eine Familie mit weitaus kleineren Kindern, als ich sie mitgebracht habe. Und die beiden Kinder hatten so diese riesigen Ohrschützer auf, wegen der Lautstärke. Und die sind, glaube ich, irgendwie nach 70 Minuten eingeschlafen, weil es war ja nicht unspannend, das war total spannend. Aber wenn du halt, glaube ich, durch diese riesigen Dinge halt keine Atmosphäre mitbekommst, die lagen dann so quasi dann hinter uns. Aber die Stimmung im Familienblock war gut. Aber ja, generell, da stimme ich dir zu, war es schon ein relativ seltsames Spiel, weil nach den 2:1 Heimsiegen, die wir bisher gewöhnt waren, war jetzt ein 2:0 ja deutlicher als bisher. Aber das Spiel hat das nicht so richtig wiedergespiegelt, also eher so ganz im Gegenteil. Ja, da habe ich mir direkt das kann ich mal vorweg schicken. Ich konnte leider nicht im Stadion sein, aus beruflichen Gründen, das hat mich tierisch genervt, aber ich muss wirklich mal sagen, also 13 Uhr samstags als Anstoßzeit ist eine absolute Pein. Also das geht gar nicht. Irgendjemand, der wirklich tierisch Bock auf Erstligafußball hat, muss sich diese Anstoßzeit überlegt haben. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wie man auf 13 Uhr als Anstoßzeit an einem Samstag kommen kann. Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Aber direkt nach dem Spiel, das wollte ich jetzt eigentlich erzählen, war ich die ganze Zeit so wütend auf den Schiedsrichter. So ging es ja vielen da draußen, die sich gedacht haben, Mann, das kann ja echt nicht wahr sein, die treten hier unsere Spieler kaputt und der Schiedsrichter beziehungsweise natürlich auch der Videoassistent greift nicht ein. Und diese Wut auf den Schiedsrichter flachte immer weiter ab. Und heute bin ich so weit, dass ich eigentlich eher unzufrieden bin mit dem, was die Mannschaft so gezeigt hat. Da sprechen ja auch einige Daten eine deutliche Sprache. Wir erinnern uns mal kurz, zu Beginn dieser Spielzeit hatten wir an die 900 Pässe pro Spiel. Ob die jetzt alle immer besonders schön waren und auch einen großen Raumgewinn zur Folge hatten, sei mal dahingestellt. Aber in diesem Spiel kam unsere Mannschaft gerade mal auf 370 Pässe. Davon waren auch noch 92 Fehlpässe. Also wir sind hier deutlich unter 300 Pässe in diesem Spiel, die erfolgreich ankamen. Und das Spiel erinnerte doch jetzt sehr stark an doch längst vergessene Tage. Also ich denke mal, dir ging es da ähnlich, dass du doch ein bisschen mehr erwartet hast von der Mannschaft, oder?
Absolut, also wir saßen in der Untertürkheimer Kurve, weil, wie gesagt, es war ja am Freitag vor dem Spiel der Weltkindertag und deswegen hatte der VfB am Samstag dann quasi die ganze Untertürkheimer Kurve zum Familienblock erklärt und es gab dann die Tickets für 10 Euro, also für Erwachsene und Kinder, was ziemlich cool war. Also wir waren dann wirklich mit 2 Erwachsenen und 3 Kindern da, haben 50 Euro gezahlt, war super. Und wir saßen im Block 72B, Reihe 4, das ist halt wirklich fast direkt hinterm Tor. Und in der ersten Halbzeit war es halt das Fürther Tor, hinter dem wir saßen und konnten dort gleich auch in der zweiten Minute halt den 1:0-Treffer bejubeln. Und danach dachte man schon, das ist ja genau das, was dem VfB vielleicht so die ganze Saison mal gefehlt hat, so ein frühes Führungstor, um danach halt dann wirklich befreit das Spiel aufziehen zu können, was man aufziehen möchte. Und was dann halt danach folgte, war echt enttäuschend, weil, wie gesagt, wir saßen direkt hinterm Tor und ich habe den Ball dann gar nicht mehr so häufig gesehen, weil das Spielgeschehen immer ganz weit weg von uns war, nämlich in der Stuttgarter Hälfte. Und das hat mich schon sehr irritiert, weil ich den Eindruck hatte, dass der VfB in der ersten Halbzeit überhaupt nicht wie eine Heimmannschaft aufgetreten ist, sondern halt eher wie eine Auswärtsmannschaft. Und das spiegeln dann ja auch dann die Zahlen wieder, die man nach Abpfiff dann ablesen konnte. Ja, ich muss da auch ein paar Mal an Thomas Hitzesberger zurückdenken, der bei der Mitgliederversammlung gesagt hat, er möchte im Neckarstadion ja unsere Mannschaft im gegnerischen Strafraum sehen und nicht andersrum. Und Sven Mislintat sagte nach dem Spiel, die Woche wird knallhart in der Analyse. 50% Ballbesitz, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Ja, also der Ballbesitz war das eine. Das andere war die Körpersprache, die Art und Weise, wie aufgetreten wurde von diversen Spielern. Das hat mich schon irritiert zurückgelassen. Wir haben aber eine ähnliche Umstände auch in Regensburg vorgefunden. Da war es ja auch so, dass man nach dem 1:0 plötzlich so eine Zufriedenheit spürte, ja, auf dem Platz. Und ich weiß nicht, ist das ein Problem, dass einfach die Spieler noch haben, dass sie sich zu sicher sind und merken, sie sind natürlich technisch, spielerisch deutlich besser als der Gegner und dann denken sie, sie können ein bisschen locker lassen, beziehungsweise sind dann vielleicht auch nicht mehr ganz so bereit, einfach dann auch mal einen Foul zu kassieren oder so und ziehen früher zurück oder sowas in der Art. Aber wie erklärst du dir das, dass unsere Mannschaft wirklich fast schon regelmäßig nach Führung dann wirklich Probleme bekommt im Spiel? Also für mich war es jetzt im Heimspiel gegen Fürth ein anderes Problem als gegen Regensburg. Ich fand gegen Fürth ist jetzt nicht so dieses typische, jetzt führen wir, jetzt schalten wir einen Gang zurück, sondern gegen Fürth hatte die Mannschaft halt irgendwie ein strukturelles Problem. Ich kann es jetzt nicht genau benennen, was es war. Vielleicht war es tatsächlich diese harte Gangart der Fürther. Vielleicht hatte man dann doch ein bisschen Angst, in Zweikämpfe reinzugehen. Aber da hat halt irgendwas gefehlt. Und das war nicht so dieses Kopfproblem, dass man sagt, na, jetzt reichen auch 90%. Und wenn wir dann wieder müssen, dann drehen wir wieder auf und dann geht's auch wieder. Das war irgendwie schlimmer, fand ich. Also der VfB ist halt irgendwie gar nicht ins Spiel gekommen, hat keine Bälle behaupten können, hat dieses Passspiel meinetwegen auch ohne Raumgewinn gar nicht durchziehen können. Also ich fand das relativ verheerend in der ersten Halbzeit. Also bis auf das Tor, was dann auch irgendwie in der Entstehung gut war, im Abschluss dann wieder ein bisschen glücklich war, war das in der ersten Halbzeit echt schlecht. Und was mir halt komplett fehlte, war die Souveränität, die du als VfB, als Erstliga-Absteiger mit einem Kader, der halt viel, viel teurer ist als so ein Kräuter-Fürth-Kader ist, die Souveränität fehlte komplett. Also Zeichen dafür war auch Dante Di Davi dann kurz vor der Halbzeitpause, der dann irgendwie kurz ausgeflippt ist, vielleicht zu Recht, aber ich finde, du musst halt echt irgendwie gelassener bleiben. Ne? Also du musst dann als VfB drauf hoffen, dass dann halt irgendwie der Schiedsrichter doch mal seine Karten irgendwie in seiner Hosentasche findet und du musst das irgendwie lässiger runterspielen und der VfB hat sich da echt komplett runterziehen lassen auf dieses Niveau, was Greuther Fürth vorgegeben hat und ich möchte es auch gar nicht verurteilen, weil ich bin totaler Freund von Underdog-Fußball. Ich finde das total klasse, wenn vermeintlich unterlegene Mannschaften den Bus vom eigenen Tor parken, wenn sie versuchen durch ständiges Ziehen und kleine Fouls den Spielfluss zu unterbrechen, aber dann muss halt Schiedsrichter dem Einhalt gebieten. Das ist halt jetzt in Stuttgart nicht passiert. Und ich finde, der VfB hatte echt so ein bisschen die Nerven verloren und sinnbildlich war dann die Aktion von Di Davi kurz vor der Halbzeitpause. Zum Schiedsrichter kommen wir natürlich auch noch. Ich möchte mich ja mal ganz kurz für die leichten Aussetzer entschuldigen, die es mal wieder in der Aufnahme gibt. Wir wissen nicht, an was es liegt. Also Sebastians Leitung ist wirklich astrein, meine auch. Es scheint ein Studio-Link-Problem zu sein, hört sich aber dennoch besser an als Skype. Sollte das noch schlimmer werden, versprechen wir euch, werden wir natürlich umswitchen auf
Skype, ja, also das ist dann unsere Fallback-Lösung, haltet durch, vielleicht wird es ja auch noch besser, aber wir beginnen jetzt nicht nochmal mit der Aufnahme, denn ich denke mal, es ist immer noch aushaltbar. So, jetzt wollen wir mal vorne beginnen bei dem Spiel. Da ist natürlich erstmal auffällig gewesen, dass Gonzalo Castro zurück in die Mannschaft kam für Philipp Clement, der nicht so überzeugend gespielt hat in Regensburg. Dadurch hatten wir natürlich eine etwas defensivere Ausrichtung. Castro lässt sich trotz Ballbesitz ja eher dann in den Sechser- oder Achterraum fallen und geht nicht so offensiv mit nach vorne, wie das zum Beispiel in Clement kann. Mit Sicherheit ist Clement auch insgesamt von seinen Aktionen her etwas tororientierter, als das ein Gonzalo Castro ist. Und ja, das fand ich zunächst auch nicht so cool, muss ich sagen. Also ich kann mit Gonzalo Castro irgendwie nicht so richtig was anfangen. Also ich habe immer das Gefühl, der verschleppt so ein bisschen das Tempo. Der wirkt auch nicht wie ein Fremdkörper, aber er wirkt wie ein Bremsklotz so ein bisschen im doch dann eher offensiv ausgerichteten Walterspiel. Natürlich hat er eine große Ballsicherheit, eine tolle Technik und so. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber ich habe das Gefühl, so ein Clement oder ein offensiv denkender Mittelfeldspieler ja, kommt uns da besser zu Passe. Aber sei es drum, der gute Herr Walter hat sich für Castro entschieden und kurze Zeit später musste er dann diese Entscheidung dann verletzungsbedingt schon wieder revidieren. Ja, ihr habt es ja alle mitbekommen, Gonzalo Castro hat sich am Sprunggelenk verletzt. Ist, glaube ich, eine 8. Ausnahmsweise ohne gegnerische Einigung. Ja, genau, er ist eine 8 Minute umgeknickt. Da wollte er irgendwie in den Zweikampf gehen mit Sarpay und ja, man sieht's dann, wie er umknickt und deswegen hat er sich dann halt eben am Sprunggelenk verletzt. Es kam dann der von mir von angesprochene Clement ins Spiel, aber ganz ehrlich, also so wirklich besser wurde es dann auch nicht. Also es lag jetzt nicht an Castro, dass wir zu Beginn auch schon Probleme hatten, auch wenn wir relativ früh das Tor erzielt haben. Was mir noch aufgefallen ist, darüber können wir vielleicht mal kurz reden, ist, wenn der VfB hinten rausgespielt hat, war es ja sonst immer so, dass sich die Spieler ja dann eben angeboten haben, den Torhüter und natürlich auch ein Karasor hat sich dann immer wieder fallen lassen, war Anspielmöglichkeit und das fehlte mir in diesem Spiel besonders. Also ich hatte das Gefühl, dass die Spieler nicht bereit waren, so einen extra Schritt zu gehen und sich eben anzubieten. Es war zu wenig Bewegung, gerade dann ja in unserer Hälfte, möchte ich mal sagen. Also wenn es darum geht, das Spiel jetzt aufzuziehen, war alles relativ statisch, so dass zu Beginn Kobel, später dann Bretlo dann doch häufiger mal einen langen Ball geschlagen haben oder eben dann auf Stenzel gespielt haben, der dann wieder keine Anspielstation gefunden hat, zu Bartschuber gespielt hat, der dann wieder hinten auf Bretlo gelegt hat. Also das war insgesamt wenig dynamisch. Es ist natürlich die Frage, wie kann sowas passieren? Denn du hast ja eigentlich ein Spielsystem, das relativ klar vorgibt, dass eben sehr viel Bewegung da sein muss. Und ja, du immer wieder neue, durch Verschiebungen neue Anspielstationen schaffen sollst. Und das war ja überhaupt nicht gegeben. Also hat die Mannschaft, die Frage gab es, glaube ich, auch in der Mailbox, hat die Mannschaft sich inzwischen ein bisschen von Walters Spielsystem emanzipiert? Oder hat Walter sein Spielsystem so ein bisschen auf die Gegner angepasst? Das ist die entscheidende Frage, weil die habe ich mir auch gestellt, weil viele sagen ja auch, wenn du anfängst und sagst, naja, das war jetzt irgendwie schon das schlechteste Heimspiel in der Saison und was ist denn da los, dann sagen ja viele, ja, jetzt warte doch mal ab und dann kommen immer wieder die gleichen Argumente, komplett neu zusammengestellte Mannschaft, die braucht Zeit und Entwicklung, bla bla bla, das mag ja alles sein, nur diese Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht, ne, weil diesen klassischen Walterball, ich weiß noch, am ersten Spieltag im Neckarstadion gegen Hannover, da saßen wir ja dann teilweise mit geöffnetem Mund, wenn dann irgendwie Kobel hinten raus klein-klein gespielt hat und mussten unseren Sitznachbarn belehren, dass das schon so gewollt ist und kein Versehen ist, dass das echt okay ist. Das war auch gegen Heidenheim noch so und seitdem wird so in meiner persönlichen Wahrnehmung eher weniger, ne, dieses einmalige Konzept, wenn man so nennen möchte, wird irgendwie weniger. Also die Bälle werden hinten nicht mehr kurz rausgespielt, sondern ich glaube, Fabian Bredlo hat fast jeden Ball lang geschlagen, weil er einfach keine Anspielstation hatte. Das mag jetzt auch an Greuther Fürth gelegen haben, aber ich finde diese Entwicklung, die viele ansprechen, die sehe ich jedenfalls in dieser Deutlichkeit aktuell nicht. Ja, und es fehlt vor allem dann auch mal so ein wie soll man sagen, so ein Überfallfußball, der wirklich zielstrebig aufs Tor geht. Also
Gegen Hannover hatten wir die Situation, wo wir sagten, hey, wenn der Schiri da nicht im Weg gewesen wäre, dann wäre das ein super Angriff gewesen. In Heidenheim hatten wir solche Szenen, wo wir dachten, wow, wenn das halt mal funktioniert, dann wird es richtig gut. Jetzt gegen Greuther Fürth gab es eine Situation gar nicht, ne? Gegen Regensburg genau. Gab es sowas. Ich weiß es nicht, aber deswegen diese Entwicklung, wo ich sage, hey, die Ansätze, die werden immer deutlicher und die werden immer besser und immer konsequenter ausgespielt, die gibt's halt nicht. Natürlich kann es auch am jeweiligen Gegner liegen, aber ja, so deutlich wie viele andere, die da erkennen, da tue ich mich etwas schwer. Weil wenn man sich jetzt mal anschaut, wer da so auf dem Platz steht beim VfB, ja, mit einem Förster, mit einem Mangala, natürlich dann Nico Gonzalez, Silas, das sind ja alle Spieler, die enorm viel Dynamik, Power mit ins Spiel bringen, gute Pässe spielen können, wie gesagt, technisch gut sind und auch die Davies da zu nennen, der einen guten Schuss zum Beispiel mitbringt. Und auf dem Platz wirkt es dann trotzdem alles irgendwie reduziert. Also da fehlt mir einfach diese Zielstrebigkeit und ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen, was da momentan das große Problem ist. Natürlich, die Härte der Gegner ist definitiv ein Problem und das ist auch einfach ein Mittel, das natürlich viele Gegner wahrscheinlich gegen den VfB einsetzen werden. Das haben wir ja zum Beispiel auch in der letzten Saison immer wieder gefordert von unserer Mannschaft, dass wenn es halt spielerisch nicht klappt, dass man wenigstens halt ja einfach kämpferisch dagegen hält. Genau, den Rasen kaputt tritt. Ja, nee, ist ja absolut okay. Also ist auch absolut okay. Aber wir jetzt als VfB Stuttgart mit diesem Kader, mit dieser Qualität und auch mit diesem Trainer müssen eigentlich schon gerade dann auch noch zu Hause in der Lage sein, nach einer frühen Führung dominanter aufzutreten. Jetzt hat Tim Walter ja schon im Interview gesagt, ja, was wollt ihr jetzt? Einmal sagt er, wir treten dominant auf, aber schießen keine Tore. Jetzt sind wir nicht so dominant, aber gewinnen mit 2 Toren Unterschied. So einfach ist es natürlich nicht, lieber Herr Walter. Es ist ja schon ein Unterschied gewesen. Es gibt halt so ein paar einzelne Szenen, die mich dann echt so ein bisschen fassungslos zurücklassen. Also jetzt mal von der frühen Führung ganz ans Ende vom Spiel, ich glaube, es war in der Nachspielzeit, kann dann der VfB irgendwie kann einen Fürther Angriff abwehren und Daniel Didavi läuft mehr oder weniger allein in die gegnerische Hälfte rein. Und dann erwarte ich doch von einem wie Daniel Didavi, den ich wirklich in dieser Saison total schätze, alleine schon deshalb, weil er immer fit ist und 90 Minuten spielen kann und der Tore schießt, also super. Aber wenn dann ein Daniel Didavi in der zweiten Liga in der 93. Minute mehr oder weniger allein in den gegnerischen Strafraum reinlaufen kann, dann erwarte ich doch, dass er entweder zur Eckfahne läuft und da 5 Minuten lang den Ball behauptet oder dass er halt irgendwie komplett hintenrum spielt, wieder zu Bredlow und er spielt irgendwie so einen komplett uninspirierten Ball links rüber auf den Flügel, wo ihn niemand erreicht und der Ball ist schon wieder weg und das in der 93. Minute und das sowas verstehe ich halt einfach nicht. Ne? Also das ist halt dann doch noch zu wenig. Das Ergebnis ist gut, der Tabellenstand ist gut. Wir haben noch keine okay, dann sprechen wir es mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber dann möchte ich mal gerne direkt ansprechen. Liegt das dann daran, dass man sich zu sicher ist, dass man denkt, wir haben so eine hohe Qualität, so eine hohe individuelle Qualität, uns kann keiner was. Uns es reicht vielleicht, wenn wir irgendwie 5% weniger geben und spielen das so lang hin. Ist es das? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht mal, dass es ein Kopfproblem ist. Also, dass die sagen, hey, wir haben es drauf, wir werden eh Meister, da reichen auch 90%, glaube ich nicht mal. Also, ich bin da momentan überfragt und es fällt natürlich auch schwer, den Mahner und den Kritiker zu geben, wenn du halt ungeschlagen an der Tabellenspitze stehst halt, ne? Und da muss ich ja auch fragen, dann siehst du halt ein HSV spielen, die gewinnen, ich glaube, 4-0 gegen Aue, 4-0 gegen Nürnberg, verlieren aber auch zwischendurch dann mal gegen St. Pauli. Und da muss man sich fragen, naja, wir zittern uns irgendwie von Sieg zu Sieg, zwischendurch ein paar Unentschieden, der HSV gewinnt zwischendurch mal souverän, aber kriegt dann auch mal eine Niederlage reingedrückt halt. Also vielleicht haben wir auch zu hohe Ansprüche an den VfB, ich weiß nicht, aber ich bin der Meinung, wenn man so die ersten Spiele gesehen hat, da wäre schon noch mehr drin. Und die Äußerung gerade von Sven Mislintat nach dem Spiel lassen ja auch erahnen, dass man auch in der Führungsriege nicht so ganz zufrieden mit dem Auftritt gegen Greuther Fürth ist. Ja, Sven Mislintat sagte auch noch, das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Die Fürther hätten nicht nur wegen den Aluminiumtreffern ein Unentschieden, vielleicht sogar einen Sieg verdient gehabt. Wir haben uns aber gewehrt, sonst hätten wir das Spiel nicht trotzdem gewonnen. Ja, das stimmt ja auch alles, ja. Also natürlich, die Siege sind toll und ich freue mich natürlich auch, dass wir solche Spiele gewinnen und danach sagen können, wir haben noch Potenzial, uns zu verbessern. Was passiert eigentlich, wenn es läuft, ja? Andererseits muss man ja so ehrlich sein und sagen, dass wir wirklich jetzt schon häufig auch ein bisschen Glück hatten, dass wir eben dann zum Beispiel einen Sieg eingefahren haben oder ja, einen Unentschieden geholt haben. So ehrlich muss man ja trotzdem sein bei der Analyse. So, und jetzt sitzt man. Denke ich, muss man halt auch bedenken, wir spielen halt nicht mehr gegen Freiburg oder Augsburg oder Mainz, sondern wir spielen halt gegen Greuther Fürth, wo halt dann aktuell
Hans Sapai und Julian Green sind, die in Stuttgart aussortiert wurden. Ne? Also das muss man ja so bei allem Selbstverständnis einfach mal auch berücksichtigen. Ja, dafür, dass man diesem Kader ja schon Erstligatauglichkeit unterstellt, das hört man ja immer mal wieder, der VfB hätte eigentlich schon einen Erstligakader. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, also jetzt so richtig gutes Gefühl hätte ich mit dem Kader in der ersten Liga zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Allerdings ist das jetzt auch völlig unerheblich, ob der Kader jetzt in der ersten Liga mithalten könnte. Das ist ein Kader, der unheimlich viel Potenzial hat, sich entwickeln kann. Und in einem Jahr sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass wir hier kein Qualitätsproblem haben oder dass die Mannschaft nicht richtig funktioniert, der Trainer nicht das richtige System vorgibt. Das glaube ich auch nicht. Man hat gesehen, dass die Mannschaft dieses System spielen kann und dass das toll aussieht. Und dass man damit auch erfolgreich sein kann, das haben wir alles schon miterlebt. Was mich wirklich, wie gesagt, stört, ist diese Zurückhaltung, nachdem man in Führung geht, oder diese Verunsicherung, die dann auch aufkommt. Also eigentlich müsste das dir doch Selbstvertrauen geben und müsste vielleicht auch dazu führen, dass du etwas risikobereiter bist in der einen oder anderen Situation, dass du denkst, okay, jetzt gehe ich mal eher ins Dribbling, als dass ich jetzt nochmal versuche, einen Querpass zu spielen. Wir führen ja eh schon 1-0. Aber das fehlt mir komplett. Also da ist der einzige Spieler, der sich da hervortut, Silas, der immer mal wieder die Dribblings versucht, fast schon zu häufig, muss ich sagen. Also da wäre es mir manchmal auch recht, er würde vielleicht früher mal abspielen und zielstrebiger agieren. Und Förster ist auch zum Beispiel ein Kandidat, der viele Dribblings versucht hat, die meisten sogar erfolgreich durchgezogen hat am vergangenen Samstag, 6 Dribblings und insgesamt auch wieder eine sehr, sehr gute Partie gemacht hat, über 11 Kilometer gelaufen, knapp 12, 75% Passquote, 71% Zweikämpfe gewonnen, sein Tor, 2 Torschüsse hat er noch abgegeben und 3 Torschussvorlagen, also der hat schon eine gute Partie abgeliefert, aber hier und da fehlt es bei dem ein oder anderen dann wirklich an der Zielstrebigkeit, an der Konsequenz und so dieses letzte bisschen Galligkeit nach einem zweiten Tor fehlt mir dann einfach. Und ich glaube, da können wir uns jetzt hier tot analysieren. Das können wir wahrscheinlich gar nicht lösen, weil es gibt da gar keinen Ansatzpunkt, den man jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme den Spieler raus, bringe einen anderen Spieler und dann ist das Problem gelöst oder ich stelle das System an der Stelle um und dann wäre das Problem gelöst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass hier die Mannschaft am Samstag die Vorgaben des Trainers nicht so umgesetzt hat, wie der sich das vorgestellt hat, oder? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Tim Walter das Spiel so geplant hat. Also dafür kam dann halt wirklich, machst du in der zweiten Minute zu Hause vor 50.000 die 1-0-Führung und dann kommt in der ganzen ersten Halbzeit eigentlich gar nichts mehr und erst in der zweiten wirst du wieder ein bisschen gefährlicher vorm Tor, während der Gast die besseren Chancen hat. Das kann nicht der Plan gewesen sein. Und klar ist halt so im Nachhinein immer einfach zu sagen, vielleicht hätte irgendjemand anders spielen sollen, aber ja, wenn man halt Silas sieht, der halt gerne dribbelt, vielleicht zu viel dribbelt und jetzt gegen Greuther führt, relativ ineffizient war, dafür war er gegen Regensburg super, also insofern, da kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen, das ist halt sein Spiel und auch Nicolas Gonzalez, der dann auch lieber einen Haken zu viel als zu wenig macht, dann wäre vielleicht dann schon noch ein Mario Gomez und Al-Gadoui eine Option gewesen, die halt wirklich, sobald sie den Ball haben, einfach nur gucken, dass sie das Ding irgendwie ins Netz reinbekommen. Hat er sich jetzt dagegen entschieden, ist ja auch völlig okay. Ja, aber es war zu wenig zielstrebig und insgesamt, ja, ich fand es für ein Heimspiel war es kein guter Auftritt, sagen auch die Zahlen. Und wenn das jetzt am Ende irgendwie unentschieden ausgegangen wäre, hätte man sich auch nicht beschweren können. Sicher nicht. Natürlich muss man dazu sagen, dass aufgrund der Verletzungen dreier Spieler vielleicht gar nicht die Möglichkeit für Tim Walter gegeben war, dann in Al-Gadoui oder in Gomez noch einzuwechseln. Und da gebe ich dir absolut recht. Es könnte sein, dass so ein Spielertyp uns vielleicht sogar helfen könnte, wenn wir nicht so richtig wissen, wie wir uns jetzt irgendwie zu Torchancen dribbeln können oder eben geschickte Pässe spielen können, um dann kunstvoll vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen. Ich glaube, dann sind so Spieler wie Al-Gadoui und Gomez mal ganz gut, die man hoch anspielen kann. Natürlich, wir haben das Thema Flanken schon mehrfach durchgekaut. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere absolute Stärke. Wobei, man muss sagen, in diesem Spiel haben wir deutlich weniger Flanken geschlagen als je zuvor. Nur 10 Flanken hat der VfB im gesamten Spiel geschlagen. Also das ist echt wenig. Und von diesen 10 Flanken kamen immerhin 4 an. Also 40%. Das ist eine sehr gute Quote. Solide Quote. Und ich meine, wenn wir mal zu unserem nächsten Gegner Bielefeld gucken, der spielt mit Fabian Klos, einer, der dürfte ja, wenn man sagt, Flanken sind irgendwie scheiße, dann dürfte der ja vermutlich gar keine Tore schießen. Ne? Und der ist ja auch so ein typischer Zweitliga-Knipser.
Und vielleicht brauchst du auch so einen im Team. Und die, um nochmal auf die Auswechslungen zurückzukommen, die Auswechselspieler haben sich dann auch direkt vor uns warm gemacht. Der ließ ja dann irgendwie alle auflaufen. Und darunter auch Mario Gomez, der dann wirklich, also ich verstehe die Leute auch um mich rum, dann ehrlicherweise nicht wirklich, die dann wirklich laut reinrief, Mario! Und dann hat er irgendwann mal zurückgewunken, dann waren sie ganz begeistert, wo ich dann auch denke, ja. Also das habe ich davon. Publikumsliebling. Ja, absolut, aber das merkt man, er ist immer noch Publikumsliebling und er hat sich dann warm gemacht, zusammen mit Klimowitz und Al-Gadoui und Sosa und Philips. Ja. Und die haben sich halt da intensiv warm gemacht mit dem Athletiktrainer und haben dann, glaube ich, nicht so ganz mitbekommen, dass dann zwischendurch von der Trainerbank irgendwie ein Kommando kam, dass Borna Sosa für Nicolas Gonzalez kommen soll, was ja eigentlich schon ein relativ exotischer Wechsel eigentlich ist. Und dann hat man irgendwie, hat dann auch Mario Gomez, also quasi an der Torauslinie mitbekommen, dass Borna Sosa schon an der Seitenauslinie vor der Haupttribüne so Richtung Trainerbank lief. Und ich glaube, er war nicht so wirklich begeistert. Also der hat sich auch gefragt, warum jetzt Borna Sosa kommt und nicht halt ein Stürmer wie er oder Al-Gadoui, und hat dann auch irgendwas zum Athletiktrainer gesagt. Ich bin leider relativ schlecht im Lippenlesen, aber so von der ganzen Gestik, Mimik, Körperhaltung war er relativ wenig begeistert. Wobei ich den Wechsel gar nicht so schlecht fand. Also absolut nicht. Also wenn du führst, dann kannst du natürlich auch defensiv wechseln, ist ja gar keine Frage. Also so, jetzt ist der Moment gekommen, lieber Sebastian, wo ich vorschlagen würde, wir wechseln auf Skype. Das ist so schlimm, echt? Ja, es ist, man kann sagen, in jedem Satz, den du sprichst, sind so kleine Aussetzer eingebaut. Ich glaube, für die Hörer ist es schöner, wenn man dich dann besser verstehen kann. Vielleicht insgesamt etwas kantiger, möchte ich sagen, aber dafür inhaltlich umso deutlicher. Deswegen genau. Kurzer Switch auf Skype. So, nicht erschrecken, der Sebastian ist jetzt mit mir über Skype verbunden. Sebastian, begrüß nochmal die Hörer. Hallo, nee, nur Spaß, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Also Soundqualität vielleicht ein bisschen schlechter, aber dafür ohne Aussetzer, zumindest technischer Art. So, und ich kann auch konzentrierter meine Notizen durchgehen, denn ich bin ganz ehrlich, das hat mich jetzt zu Beginn schon ein bisschen abgelenkt. Man sucht ja dann doch nach der Ursache für diese ständigen Aussetzer, aber wie immer konnten wir sie nicht finden. Irgendwann funktioniert es wieder von Geisterhand, so wie in der letzten Folge, und wir wissen nicht so genau warum. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Lass uns weiter über das Spiel sprechen gegen Greuther Fürth. Wir haben ja schon einiges thematisiert. Ich will mal ganz kurz die erste Halbzeit und auch die zweite Halbzeit so ein bisschen durchgehen mit Höhepunkten und eben dem frühen Führungstreffer durch Daniel Didavi in der zweiten Minute. Nico González schlägt eine Flanke von der rechten Seite. Silas versucht, glaube ich, per Kopf ein Tor zu erzielen, aber irgendwie springt der Ball, weiß nicht, vom Kopf an den Oberschenkel und dann Richtung Tor und Daniel Didavi ist zur Stelle und drückt das Ding über die Linie und der VfB geht mit 1-0 in Führung und ich glaube, dir ging es da so wie mir. Man dachte, Mensch, besser kann es ja gar nicht laufen, das wird heute einfach mal so ein souveräner Sieg, wie man ihn eigentlich schon lange herbeisehnt. Ja, absolut. Wie gesagt, das war der Auftakt nach Maß. Also ist direkt 10 Meter vor uns passiert. Der Kopfball sah relativ unbeholfen aus, sah dann auch so aus, als ob er auch alleine reingegangen wäre. Denke, der wäre auch alleine reingegangen. Mhm. Aber dann gut, Didavi hat dann ging auf Nummer sicher und dann ja sehr sehr gute Stimmung und dann stehen halt alle schon am Anstoßkreis und warten, dass es weitergeht und dann kommt halt diese Kack-Einblendung. Der Treffer wird überprüft wegen Handspiel, glaube ich. War dann kein Handspiel, dann stand es 1-0 und da dachte man, hey, jetzt haben wir eigentlich mal einen richtig, richtig frühen Führungstreffer, jetzt kann man vielleicht auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen, das wird jetzt halt richtig groß und das wurde es dann halt überhaupt nicht. Das ist interessant, denn am Fernsehen wurde eingeblendet, dass das Tor wegen Abseits oder wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung überprüft worden wäre und bei euch im Stadion stand, es wäre ein Handspiel, das überprüft wird. Ich möchte jetzt hier keine Fake News verbreiten, aber ich habe sogar ein Foto gemacht, weil die Cannstatter Kurve dann ganz genau passend zu der Einblendung ein entsprechendes Banner hochhielt, also gegen Videobeweis. Und jetzt man kann es natürlich auf dem blöden Display nicht sehen, aber ich bin mir relativ sicher, deswegen ich sehe es hier, Tor.
Handspiel. Also es wurde, also auf dem Stadion-Display stand, es wurde wegen des Verdachts auf Handspiels überprüft. Das ist interessant. Also wie gesagt, bei Sky wurde eingeblendet, Tor zählt, beziehungsweise wie die Einblendung genau lautet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand halt dran, dass eine mögliche Abseitsstellung überprüft worden wäre. Also das. Aber war das nicht das zweite, weil es wurden ja beide VfB-Tore wegen, wurden ja vom VAR überprüft. Nee, hier ging es ums erste, weil später gab es auch nochmal so eine Zeitlupeneinstellung mit diesem Lot, das da so angelegt wird. Mhm. Das war ja auch, glaube ich, in England jetzt inzwischen mehr als in Frage gestellt wurde. Berüchtigt, ja. Also gut. Ja, also Einblendung im Stadion war definitiv Überprüfung wegen Handspiels. Wenn man das dann in der Zeitlupe sieht, dann kann man es ja auch nochmal prüfen wegen Handspiels. Ja, weil, ja. Klar, er geht ja ganz komisch zum Ball und köpft sich auf den Oberschenkel. Er hätte sich auch irgendwie auf den Unterarm köpfen können oder so. Insofern kann man das prüfen, aber Handspiel. Gut, vielleicht liegt es daran, dass man beides überprüft hat und so hat man gedacht, den Fernsehzuschauern verraten wir, dass es kein Abseits war und den Leuten im Stadion, den stecken wir, dass es auch kein Handspiel war. Nicht überfordern, Teile dieser Antworten würden sie überfordern. Die Kommunikation müssen die Zuschauer untereinander dann ausmachen. Gut, hat ja geklappt. So, in der 8. Minute habe ich zum ersten Mal aufgehorcht, denn da hat Marc-Oliver Kempf sich etwas dusselig angestellt in einem relativ überschaubaren 1:1 Duell gegen Nielsen. Also eigentlich sah es, was so eine typische Aktion, langer Ball und Kempf müsste diesen Ball entweder ablaufen, beziehungsweise Nielsen so ein bisschen vom Ball weghalten, so dass Kobel dann rauskommen kann und den Ball einfach nur abfängt. Also eine Aktion, die du eigentlich mehrfach pro Spiel relativ souverän lösen kannst, aber da hat Kempf zum ersten Mal schon so leichte Schwächen gezeigt, hat sich da ein bisschen verschätzt. Gut, jetzt im Nachhinein könnte man sagen, da hat sich das schon so ein bisschen angedeutet, dass die Spieler nicht bei 100% waren, aber zu dem Zeitpunkt war mir das natürlich noch nicht klar. Man kann vielleicht zu Kempf noch kurz sagen, er hat aus meiner Sicht eines seiner schwächsten Spiele hingelegt, seitdem er hier beim VfB ist, hat auch nur 29% seiner Zweikämpfe gewonnen. Er hat 26 geführt, das ist natürlich jetzt nicht so wenig, aber trotzdem 29% gewonnene Zweikämpfe, das ist schon relativ überschaubar, dieser Wert. Und dann ging es ja auch direkt weiter mit diesen beiden Auswechslungen, verletzungsbedingt einmal von Kobel, der von Nielsen getreten wurde. Und eben von Castro, der ja ein paar Minuten, ich glaube, 9 oder 10 Minuten vor seiner Auswechslung umgeknickt ist und wegen einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden musste. Jetzt kommen wir natürlich aber schon auf das Thema Schiedsrichter zu sprechen. Denn die Aktion von Nielsen gegen Kobel mag ja nicht absichtlich passiert sein von Nielsen, aber dennoch, glaube ich, begann das hier so ein bisschen, dass der Schiedsrichter, wie hieß er nochmal, Storks. Mit Vornamen Sören, irgendwie so ein bisschen die Linie, vor allem in der ersten Halbzeit, oder keine Linie ins Spiel bringen konnte. Also da ging es für mich dann so richtig drunter und drüber, muss ich sagen. So die 17. Minute, als Nielsen wirklich Kobel aufs Knie tritt, finde ich, spätestens da musst du eine gelbe Karte zeigen. Und vor diesem Foul von Nielsen gegen Kobel gab es schon mehrere kleine Aktionen, wo man auch mal ein Zeichen setzen kann. 10. Minute, Bartstuber, der Sarpay relativ hart foult mit so einem Tritt gegen den Oberschenkel, war das, glaube ich. Kempf mit einem taktischen Foul in der 12. Minute gegen Herr Gotta, auch da musste eigentlich gelb geben. Julian Green auch mit einem taktischen Foul gegen Mangala in der 15. Minute. Und so schaukelte sich das schon wirklich zu Beginn dieser ersten Halbzeit relativ schnell hoch. Und ich fragte mich dann eben in dieser 17. Minute, hey, was soll denn eigentlich noch passieren, dass hier irgendein Spieler die gelbe Karte bekommt? Also es mag ja sein, dass Nielsen nicht absichtlich dem Kobel aufs Knie tritt, aber ich finde, als Schiedsrichter musst du hier schon dann auch bewerten, welche Folgen dann so eine Fehleinschätzung eines Spielers haben. Also sprich, die Verletzung, die Schwere der Verletzung spielt ja auch in gewisser Weise eine Rolle bei der Bewertung des Fouls. Und also hier muss man, denke ich mal, eine gelbe Karte zeigen, wenn ein Spieler so rücksichtslos dem Torwart eben dann aufs Knie latscht. Also, weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich hätte auch für keine Absicht von Nielsen, aber wenn ein Stürmer dafür sorgt mit einer Bewegung, dass der Torwart verletzt ausgewechselt werden muss, dann ist es eine gelbe Karte. Aber er fault ihn, er verletzt ihn, das ist klar gelb. Es
war keine Absicht und wahrscheinlich kein böser Wille, aber es ist klar gelb. Und ich glaube schon, dass Sören Storks irgendwie die Taktik hatte, das Spiel irgendwie an der langen Leine irgendwie laufen zu lassen und möglichst wenig einzugreifen. Und ja, das hat sich halt vor allen Dingen mit der Spielweise von Greuther Fürth nicht vertragen. Wobei du gesagt hast, auch Bartstuber und Kempf haben sich um eine gelbe Karte beworben. Also ja, das waren halt immer so Momente. Das waren immer so Momente, wo ich dachte, eigentlich musst du als Schiedsrichter jetzt mal ja dem ganzen Einhalt gebieten. Absolut. Genau, du, glaub, dass er, du einfach er mal sagst, jetzt reicht's. Vorgenommen, irgendwie so laissez-faire, und das Spiel ging halt am Ende komplett andere Richtung. Er hat es dann irgendwie nicht geschafft, da irgendwie den Schalter umzulegen und zu sagen, hey, okay, ich habe mir das vorgenommen, aber das funktioniert heute halt einfach nicht. Ich muss da vielleicht einfach mal ein bisschen intensiver draufschauen und härter sanktionieren. Und er hat dann ja wirklich bis zur 49. Minute gebraucht, um dann die ersten Karten zu verteilen, wo dann auch die Spieler irgendwie kurz davor waren, irgendwie Selbstjustiz auszuüben, weil sie dachten irgendwie, hey, der Schiri macht eh nichts, dann regle ich das halt selber irgendwie, ne? Ja, das ging davor nämlich noch munter weiter. Ich kann das ja mal kurz, ich habe mir das alles aufgeschrieben hier, diese gelbwürdigen Situationen. In der 25. Minute haut mein neuer Freund Seguin den guten Herrn Förster erstmal so ein bisschen in den Sack, um es mal einfach so auf den Punkt zu bringen. Gut, das war in der Bewegung, kann passieren, aber das ist auch eine Aktion, die muss nicht sein. Clement in der 26. Minute nach seiner Einwechslung direkt mal mit einem taktischen Foul. Auch hier kannst du gelb geben. Also taktische Fouls wurden von Storks gar nicht sanktioniert mit gelb. Reichlich, ne? Also ja, auf beiden Seiten so irgendwie in dieser Zone 15 Meter links und rechts der Mittellinie. Da gab es so viele Fouls, wo ich dachte, hey, der wäre doch irgendwie, der hat einen Angriff einleiten können. Das ist doch eigentlich gelb. Und es hat irgendwie komplett alles ignoriert. Also Foul gepfiffen, ja, aber nicht mit Karten sanktioniert. So, dann gibt's in der 30. Minute den nächsten Hammer von Nielsen, der nachdem er unseren Torwart weggebolzt hat, ja, also das Knie kaputt getreten hat, rutscht er mit gestreckten Beinen und offener Sohle volle Möhre in Bartstube rein. Und auch da denkt sich Herr Storks, ja gut, da kann ich eigentlich nicht viel machen. Das war, die Absicht war da, den Ball zu spielen von Nielsen. Und hat auch, ich glaube, noch nicht mal Freistoß gegeben für diese Aktion. Ja, der Sky-Kommentator war sich auch sicher, das ging klar gegen den Ball. Ja, aber irgendwo hört der Spaß dann auch mal auf. Ja, also wenn du in so einer Situation mit offener Sohle und gestreckten Beinen, vor allen Dingen nachdem du, wie gesagt, Kobel schon vom Platz getreten hast, so zu Werke gehst und eigentlich gar keine richtig gute Chance hast, an den Ball zu kommen, ja, dann weiß ich auch nicht, was du machen musst, um eine gelbe Karte zu bekommen. Das war eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von deinem Platz aus, diese Szene, die fand ja dann praktisch direkt vor der Cannstatter Kurve statt. Genau, die habe ich nicht gesehen. Ja, aber also wirklich, da bin ich aufgesprungen zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. 38. Minute, Wittek fault Gonzales. Und zwar so, das könntest du gut gesehen haben, an oder auf der 16er-Linie. Und da habe ich mir auch gedacht, normalerweise wäre Gonzales in dem Moment durch gewesen und wäre Richtung, ja, einfach, weiß ich nicht, Richtung Tor oder dann eben hätte abgespielt, also aus dem 16er heraus von der Grundlinie hätte er dann vielleicht zurückgelegt auf Silas oder wer auch immer dann im Rückraum steht. Und es wäre eine große Torschance gewesen. Hier hat sich Herr Storks dafür entschieden, Freistoß zu geben. Kannst du dich an diese Situation erinnern? Ah, das war rechts an der Außenkante vom Strafraum, ne? Genau. Weil als ich dachte, so meine erste Intention war, der Ball war aus, also das war gar nichts, ne? Also ihm gibt Ecke oder Abstoß. Aber als es dann darum ging, dass es halt irgendwas gibt, und ich glaube, er hat dann wirklich auch wieder mit Köln korrespondiert und dann kam dann der Freistoß raus. Also da dachte ich auch, ah, irgendwie komisch, und aber auch klar, der hätte auch eigentlich irgendeine Karte nach sich ziehen müssen. Also die Karte hätte es aus meiner Sicht auf jeden Fall geben müssen. Weil, ja, wie gesagt, Gonzales wäre durch gewesen und dann, da war nicht allzu viele Gegenspieler. Es war halt schon relativ nah an der Auslinie, das muss man schon dazu sagen. Ne? Also, ja, aber trotzdem war es ein Foul von Wittek. Natürlich, ja, und in einer ganz, ganz kritischen Position, ja. Also auch hier, finde ich, hätte man ein Zeichen setzen können und sagen können, okay, Jungs, also irgendwo ist da mal gut. Hat er nicht getan und es gab dann den Freistoß, der nicht viel einbrachte. Und dann kommen wir zum wirklichen absoluten, also da fällt mir nichts mehr ein. Dann gibt es das Handspiel von Maffay. Und ich saß vor dem Fernseher, sehe das und für mich war natürlich klar, jetzt gibt es Elfmeter. Ich denke mal, jeder war sich klar, dass es Elfmeter gab. Jetzt muss ich erstmal dich fragen, du saßt genau dahinter. Konnte man es aus deiner Sicht gut erkennen, dass der Herr Maffay hier den Ball, also so deutlich wie selten ein Abwehrspieler es tut, mit der Hand spielt? Leider nicht. Also man konnte, okay. Vielleicht habe ich auch gerade auf irgendein Kind geguckt oder eine Frage beantwortet oder irgendwie sonst wo hingeschaut. Ich habe die Situation, glaube ich, nur so peripher wahrgenommen.
Und ich habe mich natürlich auch brutal aufgeregt, aber ich muss gestehen, also in Echtzeit und live und so 25 Meter von mir entfernt, habe ich das nicht so richtig wahrgenommen. Aber als ich dann zu Hause war und dann auf The Zone die Zusammenfassung gesehen habe und dann diese sensationelle Parade von Mavrai gesehen habe, dachte ich auch, hey, das kann nicht wahr sein. Also ne, Jogi Löw kann den Konkurrenzkampf Ter Stegen Neuer eigentlich beenden. Mavrai ist es. Also wie der da runtertaucht und mit der rechten Hand den Ball stoppt, das ist sensationell. Also das ist unser neuer Torwart. Auf die jeden Begründung Fall. War ja, dass er praktisch diese Hand so nach unten genommen hat, um sich am Boden abzustützen, falls er fallen würde. Da bin ich ja, pass auf, da bin ich, okay, lass mal so stehen, dass es so ist oder dass es hätte so sein können, so muss man ja sagen. Nichtsdestotrotz verhindert er in dem Moment einfach einen Torschuss, ja, weil der Ball wäre Richtung Tor gegangen in dem Moment. Und also ich meine, genau über diese Szenen haben wir doch schon 100-mal gestritten, dass genau sowas dann Elfmeter gepfiffen wird. Ja, also, dass hier praktisch der Schuss von Didavi war es, glaube ich, abgeblockt wird und somit nicht aufs Tor gehen konnte oder von mir aus auch kein anderer Spieler mehr reingrätschen konnte, mit dem Kopf noch irgendwie versuchen konnte, den Ball abzufälschen und ins Tor zu lenken. Also das ist ja hier, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Ich meine, das ist das klarste Handspiel, was du nur pfeifen kannst. Und mir ist das scheißegal, ob er sich da irgendwie mal irgendwann mit seiner Hand abstützen will. Wenn du so runtergehst mit der Hand, ja, die eindeutig auch vom Körper absteht, dann ist das für mich ein ganz klarer Elfmeter. Und jetzt frage ich dich, wieso wird sowas denn nicht vom Schiedsrichter nochmal angeguckt? Also das ist doch nun wirklich eine kritische Situation. Was mich halt so nervt, ist dann auch die Kommunikation vom DFB. Da werden halt Richtlinien erlassen und irgendwelche Trainings gemacht und Bullets verschickt und so bla bla bla. Da muss man sagen, hey, jeder Schiri entscheidet so, wie er will. Und das gibt ja, es ist halt komplett willkürlich. Es gibt halt keine Richtlinie. Ne? In manchen Spielen werden Handelfmeter gepfiffen, wo jeder sagt, das war im Leben kein Handelfmeter. Und dann gibt's halt... So, jetzt hat sich Siri hier mit eingeschalten. Was sagt bei sie? Bei dir oder bei mir? Bei mir, oder? Moment mal, war das bei mir? Bei mir war das nicht. Nein, das war mein iPhone. Was habe ich sie denn gefragt? Um Gottes Willen. Sie brauchte vielleicht länger. Guck mal, ob sie Elfmeter entschieden hätte. Das wäre nicht schlecht, wenn Siri in Zukunft die Elfmeterentscheidung trifft. Relativ spooky heute. Irgendwie Studio Link strikt, dann irgendwie Siri schaltet sich ein. Ich finde das relativ komisch. Wahrscheinlich hat der DFB sich dann wieder reingehackt oder so. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass es halt irgendwie nach wie vor komplett willkürlich ist, wann Handspiel gepfiffen wird und wann nicht. Ne? Dann guckt man andere Spiele und denkt sich halt, das war doch kein Handelfmeter und da wird Handelfmeter gepfiffen. Dann guckt man sich das Spiel VfB gegen Greuther Fürth an und denkt sich, wie kann man da nicht pfeifen und es wird nicht gepfiffen. Also ich verstehe es halt komplett nicht und da muss man vielleicht sagen, sollte man diese Richtlinienkompetenz einfach den Schiedsrichtern überlassen. Jeder pfeift Handspiel, wie er will. Und wenn du an Schiri gerätst, der halt gerne Handspiel pfeift, dann ist es halt so. Und wenn du an einen gerätst, der halt eher selten Handspiel pfeift, dann ist es halt auch so. Aber das ist doch eine Aktion, da gibt es doch gar keine Diskussion. Natürlich nicht. Also da brauche ich doch noch nicht mal irgendwie eine DFB-Richtlinie irgendwie über, muss mir durchlesen, was sie sich jetzt wieder einfallen lassen haben, in welcher Handhaltung man jetzt den Ball nicht spielen darf, um genau, solange der kleine Finger abgespreizt ist, ist es kein Handspiel oder so. Ich weiß es nicht. Das ist Elfmeter, Punkt. Und hier fordere ich dann auch irgendwo ein Stück weit, dass der Video Assistant Referee vielleicht mal durchgibt, hey, Herr Storks, wäre vielleicht cool, wenn du das nochmal ganz kurz anguckst, weil ich bin mir nicht 100% sicher, ob das gerade Hand war. Ich meine, also das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar und der DFB macht sich da absolut lächerlich. Nicht, dass das sowieso schon voll in diesen ganzen Kasperhaufen da passen würde, aber mit solchen Entscheidungen, die ja sich durch die komplette Zweitligasaison auch für den VfB jetzt ziehen, ja, also da machst du dir mit Sicherheit keine Freunde. Und auch hier können wir das Thema mal aufgreifen. Man nimmt sich immer vor, irgendwie transparenter agieren zu wollen und ja, dem Zuschauer zum einen zu Hause und natürlich auch im Stadion die Entscheidungen irgendwie nachvollziehbarer aufbereiten zu wollen. Aber dann passiert halt sowas, ja. Also du rennst wegen irgendwelchen wegen irgendwelchen Kleinigkeiten dann mal an die Seitenauslinie und guckst die Situation nochmal an. Mir fällt jetzt nicht mehr ein, welches Spiel das war in der Bundesliga, da gab es so eine Aktion, da guckt er sich das nochmal an, obwohl das da eigentlich glasklar eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter war und es hätte, glaube ich, Elfmeter geben müssen. Wie gesagt, mir fällt das Spiel jetzt leider nicht ein. Aber sei es drum. Und jetzt hier in diesem Spiel, wo man definitiv nochmal eine Überprüfung hätte anraten sollen, da, ich weiß nicht, haben die innerhalb von wenigen Sekunden entschieden? Nee, also das ist absolut gar kein Handspiel. Ich weiß nicht, was die Leute da erkennen, aber ein Handspiel war das definitiv nicht. Also, ja, du musst nur das Spiel jetzt am Samstag sehen. Ne? Ich meine, beide VfB-Treffer wurden dann
nach Vollstreckung nochmal überprüft und 50.000 sitzen im Stadion und starren auf diese Anzeigetafel, wie es überprüft wird, und dann fängt halt quasi ein Abwehrspieler den Ball im Strafraum und dann steht da gar nichts halt. Wie kann denn das sein? Das ist halt komplett lächerlich. Und ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass nicht nur am Samstag in Stuttgart, sondern auch dann in der Bundesliga, habe ich es gehört, dass es dann irgendwie scheiß DFB-Wechselgesänge zwischen den Fanlagern beider Teams gibt. Ne? Weil keiner hat mehr Bock auf diesen Kack. Es funktioniert halt einfach nicht. Ja, bevor man sich da zu irgendwelchen Länderspielen mit Volley-Choreografien, weiß ich nicht, Zeit investiert, sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man nicht diese ganze Zeit und Kraft darin investiert, die Schiedsrichter entweder besser zu schulen oder bessere Technik zur Verfügung zu stellen, was weiß ich. Also das ist wirklich mittlerweile ein Sauhaufen da, da kriege ich echt's Kotzen. Also man muss wirklich vor jedem Spiel Angst haben, dass man vom DFB in irgendeiner Weise bestraft wird. Und irgendwann wird sich das auch mal rächen. Irgendwann werden wir Spiele verlieren oder Punkte verlieren, weil der DFB und seine Schiedsrichter es nicht schaffen, wirklich einfachste Regeln vernünftig umzusetzen. Ja, und da möchte ich jetzt hier gar nicht als die Opferrolle einnehmen, der arme VfB, der ständig benachteiligt wird oder was weiß ich. Das würde mich genauso bei jeder anderen Mannschaft auch ankotzen. Natürlich kotzt mich's noch mehr an, wenn es eben beim VfB passiert und wir benachteiligt werden. Aber das zieht sich ja jetzt durch mehrere Jahre schon und es wird immer schlimmer und mittlerweile ist es nicht mehr auszuhalten. Also das ist wirklich lächerlich, was da abgeht. Aber genau, und es mag ja sein, dass der Videobeweis den Fußball gerechter macht. Da habe ich jetzt kein Argument dagegen, aber er macht den Fußball halt nicht besser, ne? Weil wenn ein Tor fällt, dann möchte ich halt wirklich ohne Reue jubeln dürfen, weil ich weiß, hey, wir haben ein Tor geschossen oder scheiße, wir haben ein Tor gegen uns bekommen, aber dann halt stehen halt alle, der Ball liegt schon wieder am Anstoßpunkt und dann kommt diese Einblendung, der Treffer wird überprüft. Das will ich nicht, ne? Weil ich habe gejubelt, ich habe mich drüber gefreut und dann heißt irgendwie, nö, der zählt halt nicht. Also das macht den Fußball vielleicht gerechter, aber ja, es macht, wie gesagt, den Fußball nicht besser und vielleicht braucht der Fußball auch diese Gerechtigkeit gar nicht in seiner Ursprünglichkeit. Also das war wieder am Samstag sehr desillusionierend, fand ich. In erster Linie macht der Videobeweis oder der Videoassistent Referee den Fußball kaputt. Ja, diesen Schwachsinn, da kann man sich zweimal freuen. Also das geht mir so auf die Nüsse. Aber das ist doch immer das Argument, ja, das Bullshit, bringt nochmal Emotionen. Ja, leck mich am Arsch. Ich stehe im Stadion und drehe halt völlig am Rad, weil jetzt endlich dieses 1-0 nach zwei Minuten fällt. Oder noch besser, ist ja egal, wann das fällt. Es fällt von mir aus in der 90. Minute. Und dann stehen die da und du weißt nicht, was passiert. Das ist auch immer das, man kann diese Szenen nicht im Stadion zeigen, weil man hätte Angst vor Ausschreitungen. Wir sind doch nicht alles Tiere. Alter, der ganze, beruhig mich schon wieder. Das halbe Stadion war voll mit Kindern und Familien. Was meinst du, was die machen? Die rennen doch nicht aufs Spielfeld und zünden da einen Schiedsrichter an oder sonst irgendwas. Die müssen sich wirklich auch mal an den Kopf fassen mit ihren Argumenten, die sie da vorbringen, dass die einfach so völlig idiotisch sind. Dann erklär mir doch bitte, warum man im Stadion jetzt diese Szenen nicht zeigen kann. Wieso kann man das vorm Fernseher tun, aber nicht im Stadion? Also das ist was ich nicht verstehe. Das leuchtet mir nicht ein. Da gibt es keine Ausschreitungen. Da lege ich mich fest, es mag vielleicht sein, dass es vielleicht mal in hitzigen Momenten dann etwas heiß hergeht, ja, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, in Hamburg in der 90. Minute St. Pauli irgendwie den Siegtreffer erzielt im Derby oder so und dann wird der aberkannt, dann mag es schon sein, dass es da etwas lauter wird oder so, aber ich bin mir sicher, dass es da keine Tumulte oder dergleichen gibt, ja, also solche Fehlentscheidungen gab es da früher auch. Gegen Hannover gesehen, als Avucha vom Platz gestellt wurde, völlig unberechtigt, ne, also da kochte das Stadion wirklich hoch und es war sehr, sehr, sehr laut, aber es war ja weit, weit, weit entfernt davon, dass es irgendwelche Ausschreitungen geben könnte oder so, ne? Wie du sagst. Also wir sind ja keine Wilden und keine Tiere. Also das funktioniert ja. Und man muss natürlich die Szenen, die der Kölner Keller sieht, eigentlich auch auf dem Display da zeigen. Und ja, aber so wie es aktuell läuft, auch nach. Das geht nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt einen Videobeweis, seit 2 Jahren? Es ist halt ein Riesenscheiß einfach. Der Quatsch klaut mir komplett meine Emotionen. Das ist das Problem, was ich habe. Ich sitze also im Stadion geht es noch, ja. Aus irgendeinem Grund kam ich damit besser klar, wenn ich im Stadion auf so eine Entscheidung warten muss, obwohl ich dann nicht sehe, aber zu Hause vom Fernseher, wo ich dann schon die 12. Zeitlupe sehe und der sitzt immer noch vor seiner scheiß schwarzen Box und spult vor, zurück. Du siehst, wie der scheiß Ball 5-mal in die Hand geht und der entscheidet sich immer noch nicht für Elfmeter. Da flippe ich aus.
Und wenn du dann so Szenen hast, wie im DFB-Pokalspiel damals Frankfurt gegen Bayern München, ja, wo dann danach so Argumente kommen, ja, der Spieler wollte das Foul zu sehr oder irgendwie sowas, wo du dann, ey, da flipp ich aus, das sage ich dir wirklich. Also sowas ertrag ich als Fußballfan einfach nicht. Die machen nee, aber also mir das Spiel damit kaputt. Genau, wie du schon sagst, also mein Lieblingsargument, da kann man sich halt dann zweimal freuen. Ich glaube, sowas kann doch nur jemand sagen, der noch nie in seinem Leben in einem Fußballstadion war, oder? Ja. Also, das ist halt so absurd. Gut, wir haben uns ja, jetzt vielleicht also ein bisschen. Mal gucken. Also ich bin echt nicht überzeugt, also auch jetzt nach der langen Zeit, ob sich der VAR wirklich auf lange Sicht durchsetzt. Vielleicht, ja. Nee, bei mir nicht. Ist aber es vielleicht so, wie die Relegation, die es mal gab, dann wieder nicht gab und dann doch wieder gab und so weiter. Aber es ist irgendwie noch so nicht so der Riesenhit, hat man jetzt am Samstag wieder gemerkt. Ja, und wie gesagt, ihr könnt auch mal auf Twitter oder andere soziale Medienkanäle abgrasen. Da geht gerade momentan ein Artikel rum. Ich glaube, ein Mathematiker hat diese Abseits-Lot-Situation in England aufgearbeitet und ja nachgewiesen, dass diese eingeblendeten Striche, ja, also ihr kennt das ja, wenn eine Abseitsentscheidung ganz knapp ist, dann gibt's so merkwürdige Striche und so richtig kann man nicht nachvollziehen, wer jetzt im Abseits steht oder nicht. Und da konnte jetzt irgendwie Mathematiker nachweisen, dass diese Linien, die da gezogen werden, irgendwie nicht richtig zusammenpassen. Also fragt nicht mich, ich bin kein Mathematiker, aber es war ganz interessant, sich das Ganze mal auf Twitter durchzulesen und ja, ich werde mich da vielleicht nochmal tiefer hineinarbeiten, aber ich kann eins hier schon auch ohne Mathematikstudium abschließend aufklären, der Video Assistant Referee ist scheiße, das kann ich hier schon mal sagen, also ohne weitere ja, Nachforschungen verkünden. Gut, ich möchte noch die tolle Aktion in der 49. Minute, die du schon angeteased hast, kurz hiermit aufnehmen. Da war es nämlich so, dass der Herr Caligiuri sich dachte, wenn der Schiedsrichter abpfeift, dann trete ich dem Didavi einfach nochmal richtig schön hinten in die Beine rein mit genau, Anlauf. So richtig schön auf die Achillessehne, ja. Ey, da habe ich auch gedacht, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Und Didavi ist zu Recht völlig ausgeflippt, ja. Der tritt den da wirklich mit dem Schlusspfiff so um. Da habe ich mich auch gefragt, was soll denn der Scheiß jetzt? Und ich bin mir sicher, hätte Didavi nicht so reagiert, hätte Caligiuri keine gelbe Karte bekommen. Ja? Da ist von auszugehen. Und ich fand es bezeichnend, dass Dani Didavi, ich weiß jetzt gerade nicht sein Instagram-Handle, aber er postet halt bevorzugt irgendwelche Bob Marley-Zitate und ist wirklich ein sehr, also vermeintlich sehr friedvoller Mensch. Und dass gerade er dann halt so komplett ausrastet, das fand ich wirklich sehr bezeichnend halt. Ne? Und das war vielleicht auch so ein Signal auch an Sören Storks, dass er dann vielleicht doch mal in seiner Hosentasche oder Brusttasche nach seinen Karten guckt. Wir wollen natürlich nicht unterschlagen, dass die Fürther nichtsdestotrotz eine gute erste Halbzeit gespielt haben, auch dass ein Ausgleich, sagen wir mal so, also die Führung hätten sie vielleicht nicht verdient, aber einen Ausgleich hätten sie verdient. Mohr, der an die Latte schießt, das war schon wirklich Glück für uns. Da war es halt so, dass sich Stenzel verschätzt hat bei einem Pass von der Gotta und dann zwar wieder in Position kommt, um den Schuss von Mohr zu verhindern, aber da nicht entschlossen genug auf Mohr drauf geht. Sonst hätte man da vielleicht auch den Abschluss noch verhindern können. Also da hat Fürth Pech gehabt, da hätten sie definitiv den Ausgleich erzielen können. Noch kranker fand ich die Aktion von dem Herrn Clement, der völlig freistehend vorm Tor vergibt. Das war auch auf eurer Seite, lieber Sebastian, als Dani Didavi von der linken Seite auf den zweiten Pfosten flankt und Clement dort versucht, mit links den Ball aufs Tor zu bringen. Völlig absurd, oder? Aber das ist für mich schon wieder ein Trainerfehler gewesen. Wieso stellst du denn den Spieler mit dem linken Fuß auf die rechte Seite? Na, aber du musst doch davon ausgehen, dass jeder Bundesligaspieler beidfüßig ist, oder? Ist ja nicht so. Zweitligaspieler beidfüßig ist. Aber wie kann man den Ball mit links nehmen? Also, ich meine, der letzte Saison kann nicht mit rechts geschossen, 13, 16. Wie kann man den mit links nehmen? Aber der kann nicht mit rechts. Deswegen ist er ja Linksfuß. Ich bin auch Linksfuß, den hätte ich mit rechts reingemacht. Ja, natürlich. Das üben wir. Aber ich hätte es mit rechts versucht. Aber also Philipp Clement ist der Nicolas Gonzalez in dieser Saison. Also das ist ja wirklich Slapstick. Den musst du machen. Egal mit welchem Körperteil. Gar keine Frage. Aber ich dachte mir so, wenn Förster auf der rechten Seite gespielt hätte, der hätte definitiv dieses Tor erzielt. Also für mich war das Problem, dass Clement halt einfach ein Linksfuß ist und in dem Moment versucht hat, den Ball mit links zu spielen und deswegen diese komische Mischmasch-Geschichte da rauskam, die zu gar nichts führte. Ja, also, aber als ein einigermaßen begabter Zweitligaspieler
musst du den Ball mit rechts nehmen. Du hast mich ja überzeugt. Auch nicht rein, aber du kannst den Ball nicht mit links nehmen. Ne? Und den Ball muss man machen. Wenn man jetzt sagen würde, Philipp Clement, 32, hat irgendwie noch kein einziges Zweitligator geschossen. Okay, aber der Typ hat halt in der letzten Saison halt richtig geknipst halt. Ne? Und wie kann man den Ball da nicht reinmachen? Also das verstehe ich nicht. Du hast mich absolut überzeugt. Und ja, den Ball muss man reinmachen, hat er nicht. Es ging dann weiter in der zweiten Halbzeit, eigentlich so wie die erste Halbzeit endete, nämlich mit einer gelben Karte, diesmal für Jeckel, der es, glaube ich, geschafft hat, nach wenigen Sekunden Förster erstmal so abzuräumen, dass selbst Herr Storks gesagt hat, okay, jetzt hole ich hier mal einen Karton raus. Also, da muss der schon einiges bringen. Und das hat der Herr Jeckel, wie gesagt, nach wenigen Sekunden geschafft. Ist wichtig für eine später folgende Aktion, die dann eben folgenlos blieb für den Herrn Jeckel. Aber da kommen wir nachher noch zu. Und insgesamt habe ich das Gefühl gehabt, dass der VfB wirklich Probleme hatte, in diese zweite Halbzeit reinzukommen. Es dauerte allgemein etwas lang, bis das Spiel wieder Fahrt aufnahm. Mohr hat dann nochmal an den Pfosten geschossen. In der 57. Minute, da war es dann irgendwie so, dass, also das habe ich mir mehrfach angeschaut, weil ich wissen wollte, wie es sein kann, dass man trotz Führung praktisch in so einen Konter geraten kann. Das war ja fast schon eine Kontersituation. Also Mohr hatte ja nur noch, Mohr, und es war noch ein anderer Spieler, das muss ich mir das Ganze hier nebenbei nochmal ganz kurz den Screenshot, den ich gemacht habe, mir hier aufrufen, damit ich es richtig erklären kann. Also genau, es war so, dass während auf der linken Seite Insua, Badstuber, Mangala und Kempf versuchen, Seguin und Nielsen an einem Doppelpass zu hindern, Stenzel komplett alleine die Mitte und die rechte Seite verteidigen musste, und zwar gegen Green und Moore. Also vielleicht kann man sich das ungefähr vorstellen. Auf der linken Seite stehen praktisch vier Stuttgarter Spieler, die von zwei Fürtern mit einem einfachen Doppelpass komplett ausgespielt werden, und auf der rechten Seite beziehungsweise in der Mitte steht eigentlich nur noch Stenzel, der sich dann eben mit Green und Moore rumschlagen sollte, und das hat natürlich nicht funktioniert. Es gab diesen Doppelpass, Seguin spielt den Ball auf Moore, der dann Richtung Strafraum zieht und den Pfosten trifft. Ja, also das war grauenhaft verteidigt aus meiner Sicht vom VfB Stuttgart. Und hier muss, ich weiß nicht, die Koordination besser funktionieren. Ich kann auch nicht verstehen, warum Badstuber und Kempf als Innenverteidiger plötzlich vor der Fürther Bank auftauchen und da versuchen, wie gesagt, den Herrn Seguin und Nielsen zu verteidigen. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Also mindestens einer sollte sich ja wieder fallen lassen, dass man so eine Art Dreierkette dann aufbauen kann. Mit Insua, der übrigens auch dabei war bei diesem Spiel, falls es nicht aufgefallen ist. also das war ganz, ganz grauenhaft verteidigt und hätte eigentlich auch hier wieder ein Gegentor verdient gehabt, aber der Mohr, der traf leider Gottes, oder was haben wir sagen, leider Gottes, für uns Gott sei Dank nur den Pfosten aus Sicht genau, und der da gab's Fürther noch, leider Gottes. Sogar noch einen Nachschuss für Fürth, der dann auch irgendwie verteidigt wurde. Und ich fand dann, also das Beste an der Situation war, wie dann Fabian Bretlo das gefeiert hat, dass man da keinen Treffer eingeschenkt bekommen hat. Aber ich saß wirklich ja direkt hinter dem Tor, auf dass das zugespielt wurde. Und ich war da echt fassungslos. Also wie kann das sein? Du führst 1-0 und dann hast du auf einmal so eine Situation, du hast halt einen Außenverteidiger auf rechts, so laufen halt zwei Spieler an und der eine kommt halt völlig ungestört in den 16er und kann abschließen. Und wenn er halt irgendwie ein bisschen besser ist, dann trifft er nicht den Pfosten, sondern halt irgendwie 10 Zentimeter weiter links und das Ding ist halt drin. Da war ich echt so ein bisschen fassungslos. Und das kann ja nicht der Plan des Trainers sein, dass man da auf der rechten Abwehrseite so komplett offen ist. Das war ja so eigentlich, du liegst 0-2 zurück und musst auf jeden Fall irgendwie vorne treffen. Dann kannst du solche Situationen irgendwie dir einfangen. Aber das war irgendwie völlige Freak-Szene irgendwie. Und da hat man auch wieder brutales Glück gehabt, also und viel mehr als bei den beiden Lattentreffern. Das waren ja Distanzschüsse, die gehen mal rein, die gehen mal nicht rein, aber das war ja echt so ein struktureller Angriff, der eigentlich in 9 von 10 Fällen mit dem Tor endet, weil er halt komplett frei auf Bretlo zulaufen kann. Ja, also das war schwach. In der 68. Minute hat Silas dann noch die große Möglichkeit, das 2-0 zu machen, Flanke von Gonzales, dann kein guter Kopfball von Silas, obwohl der relativ groß ist, hat er das mit den Kopfbällen noch nicht so, muss man ehrlicherweise gestehen. Ja gut, man muss sagen, beim 1-0 war der Ball auch relativ niedrig gespielt, wahrscheinlich musste ihn noch so auf 2 Meter Höhe anspielen, dann klappt das, aber der kam ja auf 1,50 Meter oder so, oder 1,70 Meter, das war wahrscheinlich zu niedrig für ihn. Aber in der 68., da musst du den Ball einfach besser platzieren, also definitiv. Das kann man besser lösen. Davor gab es natürlich wieder noch reichlich Aktionen, die man mit Gelb hätte ahnden müssen. Mohr mit offener Sohle gegen Insua in der 51. Minute. Auch hier dachte sich der Storks, das gehört einfach zu einem gepflegten Fußballspiel dazu. Genauso bei der Aktion Hagota, der mit gestreckten Beinen gegen die Davi vorging. Ja, also
Da hat Storks auf Vorteil entschieden. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern, wenn ihr gerade zuhört. Das fand so auf der linken Seite vor der Cannstatter Kurve statt. Also Hagota geht mit gestreckten Beinen auf die Davi drauf und trifft ihn auch. Also es war ein klares Foul. Wenn der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil, könnte man ja vielleicht dann später, wenn der Ball ruht, so muss man sagen, dann sich daran nochmal kurz erinnern und dann vielleicht nochmal gelb ziehen, weil das Foul war auch wieder so hart, das musst du einfach mit gelb bestrafen. Also ja, es sollte sich ja noch weiter zuspitzen, denn dann kam der große Auftritt von Herr Seguin, der Nico Gonzalez wirklich volle Möhre gegens Schienbein wämst und dafür nur gelb bekommt. Also hier ist so viel schiefgelaufen in dem Moment. Zum einen muss man dazu sagen, dass Sören Storks, glaube ich, zunächst ein Foul von Jeckel an Gonzalez gepfiffen hat und Gonzalez den Pfiff, glaube ich, nicht mitbekommen hat, versucht hat, nach dem Foul schnell aufzustehen und weiterzuspielen und dann von Seguin abgeräumt wird. So, jetzt hast du hier die Situation, dass es eigentlich komplett unstrittig ist, dass das eine rote Karte ist, wenn du einen Spieler so gegen Schienbein trittst. Der SWR hat gestern Abend in seiner Sportsendung die Außenmikrofone nochmal bemüht und hat einfach diese Szene mal, ja, einfach lautstärkemäßig etwas verstärkt. Dann hört man da klatschen, oder? Aber wie? Also da hast du das Gefühl, da schießt einer gegen Pfosten. Ja, der zieht halt volle Möhre durch, ja. Und das sind Profifußballer, die natürlich auch ein bisschen Power haben in ihrem rechten Bein. Und so hört sich das nämlich auch an. Und dementsprechend verletzt ist natürlich Gonzalez dann auch gewesen mit einer starken Prellung am Schienbein. Aber hier sind, wie gesagt, mehrere Sachen. Zum einen ist das für mich eine rote Karte. Der Herr Storks wirkte so unsicher in seinem Auftreten und welche Karte er jetzt geben soll. Ich weiß nicht, ob du die Fernsehbilder schon gesehen hast. Er steht da wie so ein Schuljunge, der nicht so richtig weiß, wie er jetzt hier mit der Situation umgehen soll. Also das fand ich auch wieder sehr unsouverän. Und dabei hat er auch noch ganz vergessen, dass der Herr Jeckel für seinen Foul, das er begangen hat und auch abgepfiffen wurde von Storks, auch die gelbe Karte hätte sehen müssen. Also wir hätten ja eigentlich zwei Platzverweise sehen müssen, wenn man es wirklich hart auslegt. Ja, das Foul von Jeckel war zum einen ein taktisches Foul, dann auch kein einfaches Foul, so mal, weiß ich nicht, kurz mal so ein bisschen weggeschoben oder so, sondern das war schon ein schwerwiegendes Foul und wie gesagt auch ein taktisches Foul, weil zu dem Zeitpunkt auch dann Gonzalez die linke Außenbahn runterlaufen hätte können. So, also hier musst du schon gelb geben. Jeckel hatte schon gelb, wäre vom Platz geflogen und für den Tritt, ja, da, also, ich weiß nicht, Sebastian, kannst du ja mal gerne mir jetzt erklären, warum das nur gelb ist. Nee, für mich auch nicht. Also ich kann es mir vorstellen, wenn man halt irgendwie an der eigenen Torauslinie den Ball klären will und dann kommt halt eine Sekunde zu spät und trifft halt nicht den Ball, sondern das Schienenbein. Aber das war halt an der Mittellinie, ne? Und selbst wenn es dann vielleicht nicht komplett absichtlich gewesen ist von Paul oder Paul Seguin, dass er Nicolas Gonzalez komplett über den Haufen tritt, der liegt am Boden und er stellt sich dann vor ihn und macht diese Geste, was ist denn los, was war denn, allein dafür würde ich ihn 4 Wochen sperren halt, ne? Also das hat mich so aufgeregt, das kann ja mal passieren, dass du aus Versehen kurz zu spät kommst und dann das Schienbein statt des Balls spielst, aber da musst du sagen, hey, scheiße, tut mir leid, ne? War keine Absicht, aber er stellt sich so hin, als ob Gonzalez irgendwie Schauspieler hat, und dann allein dafür muss er vom Platz fliegen, also natürlich nicht vom Regelwerk her, aber aus meiner persönlichen Perspektive. Und grundsätzlich ist der Tritt, ob Absicht oder keine Absicht, ist der Tritt klar rot, gar keine Frage. Und ja, und wie du sagst, ne, also der Herr Storks, kam einem ein bisschen so vor wie so ein Referendar, der irgendwie in die schlimmste 10. Klasse der Schule geschickt wird und halt komplett überfordert wirkt. Ja, also ich glaube, er hat dazu beigetragen, dass das Spiel sich zu diesem Höhepunkt hin entwickelt hat. Ja, also ich glaube, wenn er wirklich vorher mit 1, 2 gelben Karten schon mal ein Zeichen gesetzt hätte, vielleicht auch besser kommuniziert hätte auf dem Platz, weil das ist mir auch aufgefallen, der hat relativ wenig mit den Spielern gesprochen. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da war ein Spieler oder lag ein Spieler auf dem Boden, war verletzt und da ist es ja eigentlich üblich, dass der Schiedsrichter kurz hinläuft und den Spieler fragt, ob er irgendwie Hilfe braucht oder ja, so. Und der Herr Storks hat das einfach mal so gelöst, indem er den Daumen nach oben gestreckt hat. Also so, hey, alles klar? Also da habe ich mir auch gedacht, Junge, geh halt mal hin und frag ihn, was los ist. So, das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, das merkt einfach eine Mannschaft oder das merken Mannschaften, dass dann hier ein Schiedsrichter ein Stück weit überfordert ist mit der Situation und irgendwann hast du so einen Broken Windows-Effekt und der mündete dann in diese Aktion von Seguin. Dazu muss man natürlich auch noch sagen, es gab hier nicht nur einen Herrn Storks, der hätte eingreifen müssen. Ja, direkt nebenan stand noch Julius Martenstein, der 4. Offizielle. Dem müsste eigentlich jetzt noch das Trommelfell klingeln von diesem Schlag. Also
auch der guckt sich das an und denkt sich, ja, nö, also für mich ist es ein normales Foul. Und dann gibt's ja auch noch den Sven Jablonski, der, oder Jablonski heißt er, glaube ich, der als Video Assistant Referee vielleicht hier auch mal kurz wieder mal hätte funken können und sagen können, Junge, also das würde ich mir schon nochmal angucken. Also spätestens hier, finde ich, werden wir halt eindeutig benachteiligt und also das ist für mich dann nicht mehr nachvollziehbar, wie man hier nicht auf Rot entscheiden kann. Aber das haben wir jetzt zu Genüge ausdiskutiert und ich möchte auch noch eins vorwegschicken. Diese ganzen Schiedsrichterdiskussionen, die wir jetzt hier gerade an den Tag legen und Fehlentscheidungen, die wir diskutieren, die können für mich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der VfB als Mannschaft eine richtig schlechte Leistung geboten hat. Ja? Absolut, also, ja. Ja, das hat für mich nichts mit dem Schiedsrichter zu tun. Die haben sich einfach ja wirklich zwei Blinde getroffen, zum einen der VfB und dann noch der Schiedsrichter dazu. Also das hat halt so vom Niveau ungefähr das Gleiche ergeben, möchte ich fast schon sagen. Mhm. Also es war halt wirklich nichts gut, ja. Und der VfB hat Glück gehabt, dass man auf der anderen Seite dann wirklich auch noch eine ganz abschlussschwache Mannschaft vorgefunden hat mit Fürth, die zwar die Gegner gut treffen können, aber Gott sei Dank nicht das Tor. Muss man sich natürlich jetzt überlegen, was einem lieber ist. Aber dadurch, dass wir jetzt ja schon wissen, dass unsere Spieler nicht so schwer verletzt sind, möchte ich fast schon sagen, dass mir der Ausgang so ganz gelegen kam. Genau. Gut. Und dass es doch einen Fußballgott dann vielleicht irgendwo da oben gibt, das beweist ja dann die Szene zum 2-0 von Philipp Förster, ne? Weil der erobert sich den Ball dann eben gerade, oder Sosa, Borna Sosa erobert sich den Ball gerade gegen Paul Seguin, der vorher noch González umgetreten hat, noch 5 Minuten zuvor, und sich dabei noch verletzt. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer, also auch ihm ist keine schwere Verletzung zu wünschen, aber er lag noch relativ lange auf dem Platz. Und aus dieser Balleroberung mit Verletzung von Seguin resultiert dann das 2-0. Und das ist dann ja auch die spielentscheidende Führung gewesen. Das war dann der Treffer, mehr oder weniger, der das Spiel entschieden hat, absolut richtig. Was ich mich noch gefragt habe, aber das hast du ja jetzt mehr oder weniger schon aufgelöst, warum es so lange gedauert hat, bis man González ja einfach vom Platz genommen hat. Also das eine mag ja sein, dass Sosa vielleicht noch nicht ganz fertig war und sich noch irgendwie, ich glaube, wie gesagt, sein Haarband wahrscheinlich. Ich glaube, ja, das hat ja auch der dein werter Kollege beim Vertikalpass, der ABZ, so geschrieben, dass offensichtlich das Haarband noch gefehlt hat. Und es sah wirklich so aus, weil er halt mit wehender Mähne dann wirklich gitternetzermäßig. Ja, aber er hat auf jeden Fall ohne Haarband warm gemacht. Das kann ich bestätigen halt. Also. Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Dann musst du halt den Spieler einfach vom Platz nehmen und dann dauert es von mir jetzt noch 3 Minuten. So lange musst du in Unterzahl spielen. Aber der González, der da wie so ein Osterhase auf einem Bein übers Feld hüpft, also das. Ja, er lag ja auch quasi direkt vor der Trainerbank. Das war nicht so, dass er irgendwie einen kompletten Platz musste oder so. Er lag ja blöderweise, also für den VfB aus taktischer Sicht gesehen, schon direkt vor der Trainerbank. Da kennt der weiter nichts. Der atmet noch, der kann weitermachen. Genau. Der kann auch. Also jetzt müssen wir mal gucken, ist der Seguin eigentlich. Nee, der ist nach González vom Feld gegangen. Das wäre es natürlich noch gewesen, wenn der González, aber das war ja alles schon davor. Okay, also Förster macht das 2-0. Sosa hat gut vorbereitet. Silas hat die Situation, glaube ich, nicht so ganz erkannt. Aber er hat immerhin abgelassen und hat Förster machen lassen. Ja, und dann haben wir hinten raus wirklich noch Glück, weil Stefaniak zum einen in der 91. Minute nochmal die Latte trifft. Auch hier wieder, also Bartschuber verliert am Mittelkreis, ja, ein Zweikampf gegen Keita Ruel. Und dadurch entsteht eine Überzahlsituation für Fürth, eine 3-gegen-2 Situation, wie gesagt, in der 92. Minute bei einer 2-0-Führung. Ja, also das ist auch wieder so eine Situation, die sollte dir nicht allzu häufig passieren. Irgendwann geht das definitiv mal schief. Stefaniak zieht eben ab und er hätte noch links rüber auf Nielsen spielen können. Ich glaube, dann wäre es ziemlich sicher ein Tor gewesen. Aber so war er ja auch sehr nah dran und wir hatten Glück, dass eben die Latte war es in dem Fall für uns gerettet hat. Und es gab dann noch eine großartige Situation, die hast du auch, glaube ich, auch schon angesprochen, als sich Bredlo wahnsinnig gefreut hat, nämlich in der 92. Minute, als Caligiuri wirklich auf einfachste Art und Weise freigespielt wird. Auch hier möchte ich nochmal erwähnen, wir führen 2-0 im eigenen Stadion, aber trotzdem gelingt es den Fürthern mit einem relativ einfachen Spielzug einen ihrer langsamsten und an dem Tag auch schlechtesten Spieler freizuspielen. Der bedient dann Keita Ruel und Bredlo hält wirklich richtig klasse, ähnlich wie Kobel gegen wen war denn das, wo der so fantastisch auf der Linie gehalten hat? War das gegen St. Pauli? Da gab es auch so eine Situation, dass Kobel auf der Linie so einen 2-3-Meter-Schuss, nur aus 2-3-Meter-Schuss-Entfernung einen Ball gehalten hat.
Ich weiß nicht, die konkrete Situation weiß ich nicht mehr, aber man muss wirklich sagen, wir scheinen in dieser Saison wirklich zwei richtig gute Keeper zu haben. Ne? Also ja. Fabian Predlo hat schon im Pokal gegen Rostock einwandfrei gehalten und jetzt kam er auch dann total überraschend rein, hat von den 90 oder 95 Minuten 70 beziehungsweise 75 gespielt und war auch komplett fehlerfrei, sehr souverän da hinten drin. Fand ich gut. Also was mich so ein bisschen erstaunt hat, er ist ja echt nicht für einen Keeper der allergrößte. Also ich habe ja nur gesehen, als sich dann die Ersatzspieler warm gelaufen haben und dann kam Mario Gomez zu ihm. Und Bredlo ist halt echt ein ganzes Stück kleiner als Mario Gomez, aber das war richtig, richtig gut, was er gespielt hat. Also, und insofern muss man jetzt auch keine Sorge haben, falls Gregor Kobel dann doch noch entgegen der Prognose ein Spiel ausfällt. Also ich glaube, wir haben zwei richtig gute Keeper. Ja, das sehe ich genauso. Vielleicht noch zwei Statistiken, die so ein bisschen unterstreichen, wie beide Mannschaften drauf waren. Der VfB gewinnt 21 Dribblings, die Fürther nur 4. Hingegen bei den Tacklings sieht es folgendermaßen aus, der VfB mit 14 Tacklings und Fürth mit 31. So, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und auch die gewonnenen Tacklings sprechen eine deutliche Sprache. Fürth gewinnt 65% ihrer Tacklings und der VfB eben nur 57%. Auch bei den klärenden Aktionen kann man so ein bisschen das Spielgeschehen ablesen. 25 klärende Aktionen vom VfB, 14 von Fürth. Also da scheint sich dann doch mehr als nötig in unserer Hälfte abgespielt zu haben. Das muss nicht sein. Tim Walter hat trotzdem noch mal so ein bisschen nachgetreten nach dem Spiel und meinte, es kann ja jeder Trainer selbst ausloten, ob er so etwas möchte. Also er spricht da auf die vielen Fouls und Nicklichkeiten an. Ich halte nichts davon, aus Überhärte und ohne eigene Waffen seinen Nutzen. Moment mal, habe ich mich jetzt verlesen? Ich halte nichts davon, aus Überhärte und ohne eigene Waffen seinen Nutzen zu ziehen. Nur weil die gegnerische Mannschaft erfolgreicher ist oder einen Tick bessere Spieler hat. So, jetzt habe ich es aber zu einem Happy End gebracht, hier die Aussage. Konnte man es einigermaßen nachvollziehen, Sebastian? Ja, absolut. Und bessere Spieler haben wir definitiv, aber ich finde, am Samstag haben sie nicht besser gespielt als ja. Der Gegner. Ja, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch Tim Walters Art und Weise, dann mit eher schwächeren Spielen umzugehen, dass er dann versucht, die Mannschaft so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Und jetzt, ist ja auch völlig okay. Also immer in der Annahme, dass er halt nach innen schon klar kommuniziert und den Spielern halt dann sagt, dass das nicht das Gelbe vom Ei war, was man gegen Kräuter führt, gespielt hat. Aber sonst spricht ja nichts dagegen, dass sich der Trainer vor die Mannschaft stellt nach einer schwächeren Leistung. Aber ja, wie gesagt, wenn man sich so mit ein bisschen größerer Distanz betrachtet, hey, wir reden über eine schwächere Leistung des VfB, an deren Ende der klarste Heimsieg der Saison stand. Ne? Insofern ja, ist immer ein bisschen schwierig, da dann so ganz negativ drüber zu sprechen. Aber klar, das war wirklich nicht alles gut, was wir da gesehen haben. Nee, wir legen uns fest, das war das schwächste Spiel des VfB bislang unter Tim Walter. Und vielleicht sollten die Kids, die diese Ohrenschützer auf hatten, das nächste Mal auch irgendwie verdunkelte Sonnenbrillen, nicht verdunkelte Sonnenbrillen, sondern diese Wetten-das-Brillen das nächste Mal mitnehmen, damit sie das Elend nicht miterleben müssen. Na, ich dachte echt, aber dann machst du Weltkindertag, machst die ganze Untertürkheimer Kurve auf, verkaufst Kinder, Tickets für Kinder günstig und dann siehst du halt echt so ein Spiel, was nicht jugendfrei ist. Ne? Also mit Fouls, wo der Torhüter mit einem blutenden Knie ausgewechselt wird, irgendwelchen üblen Fouls, die nicht mal sanktioniert werden. Die Kinder kriegen gleich mit irgendwie Videoschiedsrichter ist kompletter Müll. Also irgendwelche Handspiele werden nicht geahndet. Also das war so das unglücklichste Spiel, um Kinder für einen Stadionbesuch zu begeistern. Obwohl mein Neffe war total begeistert. Das war sein erster Stadionbesuch und er fand es großartig. Lag aber daran, dass Fritzle in der ersten Halbzeit oder vor der ersten Halbzeit in diesem Familienblock sein Unwesen getrieben hat und er ein Foto mit Fritzle abstauben konnte. Das war für ihn das Highlight dieses Spiels. Sagt eigentlich genau, auch schon viel aus. Mein Sohn trägt, glaube ich, seit Samstag 12.50 Uhr trägt er ein 30 Zentimeter Fritzle eigentlich ununterbrochen mit sich rum, weil das war der, das muss man wirklich jetzt mal peinlicherweise auch dann zugeben, man kann über die Marketing-Aktionen schimpfen, wie man möchte, aber es gab jetzt immer, es gibt wohl immer am Spieltag den Abstauber des Tages im Fanshop und am Samstag war es halt dieses 30 Zentimeter Fritzle, was dann 10 Euro kostete und ich habe mich dann breitschlagen lassen, habe mir dieses blöde Fritzle Stoffdings gekauft und ja, wie gesagt, seit Samstag kurz vor Anpfiff trägt das, glaube ich, ununterbrochen mit sich rum. Dann hat sich wenigstens gelohnt,
Stofftiere kann man ja als Familienvater oder auch Mutter nicht oft genug verschenken, habe ich so das Gefühl. Ich glaube schon, ja. Aus eigener Erfahrung ist das natürlich auch etwas, das ich mit in die Sendung bringen kann. Gut, dann kommen wir zur STR-Mailbox. Da gab es natürlich wieder jede Menge Anrufe, die sich auf die Schiedsrichterleistung bezogen haben und natürlich auch auf die Spielweise des VfB Stuttgart. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt kurz rein und anschließend sprechen wir darüber. Hier ist die 6. STR-Mailbox. Hey Ricky, deine Ansage ist viel zu lang. Das ist vom Timing her ganz schlecht. Mach vielleicht mal kürzer. VfB-Fan zu sein, ist eine schwere Sache. Du brauchst einfach starke Nerven. Ganz, ganz schwierige erste Halbzeit. Die Rückzugsbewegung bzw. Rückzugsverhalten, das erinnert mich also wirklich stark an so ein Ü40-Spiel. Total überraschender Auftritt, insbesondere von Greuther Fürth. Aber ich meine, wenn es langsam eine Frechheit ist, es muss eine Ansage beim DFB an alle Schiedsrichter gegeben haben, gib keine Elfmeter für Stuttgart und im Zweifel schau auf gar keinen Fall das Ganze dir nochmal auf Video an. Weil du könntest ja im Zweifel mal richtig liegen. Das ist eine absolute Frechheit und auch irgendwo ein Betrug. Die Aufgabe der Schiedsrichter ist es doch, die Spieler zu schützen. Ich glaube, der Starks hat heute diese Aufgabe nicht wirklich verstanden. Er hat komplett das Gegenteil gemacht. Der Auftritt des Schiris war ja hochnotpeinlich und echt minderwertig, aber wenn sich unser Trainer dazu äußert, wie zuletzt, finde ich das noch viel peinlicher. Er soll erst mal seine Truppe in den Griff kriegen. Die Mannschaft hat einen Scheiß zusammengespielt. Und wenn er das geschafft hat, dann kann er sich über die Schiere äußern. Danke. Keine Ahnung, ob das Handelfmeter war oder nicht, aber eins ist sicher, Fürth tritt hier einfach nur die Schiere hoch. Aber wie der Seguin da in den Gonzales reingeht, keine Ahnung, was ihn da drin hat. Er zieht halt komplett durch, ist unglücklich gelaufen, aber dann rumzumotzen. Weil er gelb sieht, ist er lächerlich. Also der hätte auch gut und gerne rot sehen können, wenn nicht sogar müssen. Das war nicht ein bisschen schwach. 7-6. Ich fand es mal wieder bedauerlich, dass man sich von der Härte der Vierter den Schneid abkaufen ließ. Das andere ist aber einfach das Agieren der Schiedsrichter, das meines Erachtens schon stark an der Beugung des Regelwerks angrenzte. Siri, auf den ich eigentlich ungern schimpfe, Katastrophe. Richtige Katastrophe. Es kann einfach nicht sein, dass dieser klare Handelfmeter gegen Ende der ersten Halbzeit nicht gegeben wird und dass ein Jeckel für sein gelbwürdiges Foul, definitiv gelbwürdiges Foul, an Gonzales in der 71. Minute nicht belangt wird, geht eigentlich auch nicht. Also von dem her gesehen frage ich mich ehrlich gesagt, was der Scheiß im DFB soll und warum der DFB nicht in der Lage ist, wirklich unparteiische für die Spiele vom VfB abzustellen. Also, wollte Fürth, Entschuldigung, klar sind die Vierte, aber ja. Na, hinten, das war teilweise vogelwild, was wir da hatten. Und wir hatten, ich glaube, Fürth hat gefühlt 30 Mal Pfosten oder Latte getroffen. Pfosten, Latte, Pfosten, Latte, Latte, Pfosten. Pfosten, Latte, Kräuter, Fürth. Der VfB, Fürth. Oh ja. Jungs, ganz ehrlich, was ist los mit euch? Kann's doch nicht sein. Nach den ersten 2 Minuten dachte ich, das könnte heute mal klappen mit dem Knoten. 5-0, 6-0, vielleicht haut's hin. Aber nee. Können wir einmal souverän gewinnen, bitte nur einmal. Ich bin total zufrieden. Wir sind Tabellenerster, haben super viel Luft nach oben, wissen alle, dass es viel zu tun gibt. Was gibt es Besseres? Keine Ausgangslage. Für mich war es die schlechteste Saisonleistung. Schlechtes Heimspiel bisher leider. Der VfB hat einfach nur mehr Glück als Verstand. Also das hinten rumgekickt, wir gehen echt auf den Platz. Alter, haben die unverdient gewonnen. Wetter gut, Spiel schlecht. Warum muss man eigentlich nach dem 1-0 immer die Dominanz, die man erst hat, direkt wieder abgeben? Warum geht man nicht einfach auf 2-0 mal? Warum? Sonst alles zwischen Chemie und Wahnsinn. Los jetzt, es geht was. Hallo, die 79. Minute. Noch führen wir 1-0. Alles wird gut. Tor! Tor! Und das ist auch! Erik! Hier nochmal in Cannstatter Kurve. 82. Minute, 2-0. Ich habe ja gesagt, alles wird gut. Man traut es sich ja fast nicht zu sagen, aber Bart Stuber wieder bester Mann. Ich bin natürlich extrem zufrieden mit dem 2-0. Auch wenn ich sagen muss, irgendwie waren heute die Grünen eher die sonst eigentlich die Weißen sind. Also die Vierter haben eigentlich so gespielt wie wir. Das war ein bisschen überraschend. Wir hatten kaum Zugriffe aufs Spiel. Mit so viel Glück kann man ja nicht nur noch.
aufsteigen. Ich finde das brutal witzig, das wollte ich einfach mal sagen. Wenn man schon weiß, wie der Trainer aufstellt und ihr diskutiert euch da in Wolf. Ich wollte nur sagen, wenn wir so ein Spiel wie heute gegen Fürth 2-0 gewinnen, obwohl es alles andere als so richtig überzeugend war und obwohl der Gegner wirklich stark war, dann finde ich, es ist ein super Omen für die Saison. Das wird. Ich glaube, wir steigen auf. Es wird klappen. So, ich habe echt mal eine Frage. Und zwar, der Gregor Kobel ist doch für ein Jahr ausgeliehen aus Hoffenheim. Wisst ihr, ob es nach dem Jahr irgendwelche Möglichkeiten gibt, ihn fest zu verpflichten? Ich wollte mich nochmal für eure super Arbeit bedanken, da ihr meine zweistündige Autofahrt von Olpen nach Luxemburg zur Arbeit immer sehr angenehm gestaltet. Daher schon mal vielen Dank und ich werde auch in Zukunft bei den Heimspielen von der HS Olpen mal versuchen, den Andreas Beck ans Telefon zu bekommen, um euch eine kleine Nachricht auszurichten. Ich wünsche noch viel Spaß bei der Aufnahme und möchte noch jemanden grüßen, und zwar den Patrick aus Stuttgart, der mittlerweile auch sehr, sehr gern STR-Podcast hört. Ich möchte auf diesem Wege einfach meinen Freund Jan grüßen, weil der Jan, der ist unglaublich, der fährt jedes Auswärtsspiel immer von Würzburg nach Stuttgart und dann auswärts und jedes Heimspiel auch von Würzburg hierher. Und dem ging es gerade nicht so gut und darum möchte ich den auf diesem Wege grüßen und ich hoffe, du spielst das ab. Er ist auch ein treuer Zuhörer, genauso wie ich. Ich habe am 21. Geburtstag und wünsche mir natürlich obligatorisch dafür einen Sieg für die Stuttgarter. Und ich wünsche mir nebenher noch gute Besserung für Dennis. SDR for life, so sieht's aus. So, viel Liebe in der aktuellen Mailbox für den DFB, aber auch für STR, muss man an der Stelle sagen. STR for life. Außerdem gab's liebe Grüße. Ja, also dann war es eigentlich doch eine ganz versöhnliche Mailbox, Sebastian. Ja, schon. Also ich hatte während des Spiels erstaunlicherweise Empfang im Stadion, hin und wieder jedenfalls, und habe dann während des Spiels kamen ständig irgendwelche Meldungen, dass jemand auf die Mailbox gesprochen hat, wahrscheinlich irgendwie 120 Meter gegenüber aus der Cannstatter Kurve. Und ja, jetzt wenn man es abhört oder als wir es abgehört haben, haben wir gemerkt, ja, da waren relativ viele O-Töne während des Spiels dabei. Über 50 Anrufe, das ist glaube ich fast neuer Rekord gewesen. Ne? Ja. Und ich dachte mir am Sonntag früh, oh shit, das wird jetzt doch nichts mit dem Ausflug nach Rottweil, der eigentlich geplant war, den ich dann abgesagt habe, kurzerhand. Aber wir haben es genutzt, die Tochter konnte so ein bisschen Vokabeln üben, hat sie sich sehr drüber gefreut und ich konnte so lange die Mailbox bearbeiten. Gut, sei es drum. Kommen wir noch kurz zur Mailbox, über ein paar Dinge müssen wir natürlich sprechen. Zum einen möchte ich gleich vorwegschicken, das soll natürlich jetzt hier nicht die Grußbox werden, ja, aber in dem Fall muss ich sagen, waren die Grüße doch durchaus angebracht. Der eine Fan, dem es nicht so gut ging, da habe ich natürlich die Grüße gerne drin gelassen. Zum anderen wurde Dennis gegrüßt. Auch das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Also der gute Dennis braucht weiterhin unsere Unterstützung. Und ich habe es ja schon in den zurückliegenden Folgen erwähnt. Ihr findet bei uns in den Shownotes zum einen den Link zur GoFundMe-Kampagne für Dennis, der an dem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet. Wenn ihr euch darüber etwas tiefergehend informieren wollt, dann könnt ihr das auch über einen Link tun, den ich in unseren Shownotes hinterlegt habe. Zum einen gibt es ja so eine T-Online-Reportage über Dennis und seine Erkrankung und es gibt noch einen Artikel, ach, wo war das nochmal? In der Z, ne? Genau, das war's. Jungmagazin von der Zeit, ja. So war's, richtig. Ich kam gerade nicht mehr drauf. Auch der ist sehr empfehlenswert, ist zwar sehr lang, aber gibt einen guten Einblick in die aktuelle Situation und warum es Dennis momentan wirklich scheiße geht und er, wie gesagt, dann auf Unterstützung und auch so ein bisschen Hoffnung angewiesen ist von unserer Seite. Genau, und auch der VfB möchte helfen und hilft und er tut das unter anderem in der Form, dass die Story von Dennis im Stadionmagazin abgedruckt wurde auf einer Seite und auch vor Anpfiff wirklich nochmal von Holger Laser vorgelesen wurde mit Anzeige auf dem Display und so weiter. Also der VfB macht da wirklich das, was er kann. Das finde ich auch erwähnenswert. Das ist sehr cool und ihr könnt euch dazu natürlich auch auf unserer Mailbox äußern, wenn ihr möchtet. 0711 für Stuttgart und dann 25 28 16 04, und auf dieser Mailbox hat der Patrick gemeint, der VfB Stuttgart habe mehr Glück als Verstand gehabt. Sebastian, kann man das so sagen? War es einfach nur Glück, dass man diesen Sieg gegen Fürth, ich möchte mal sagen, errungen hat? Selten war dieser Begriff passender.
Na, MacGlück hat es verstanden. Ja, im Ansatz jetzt so in der ganzen Konsequenz mag ich da nicht so ganz folgen, weil natürlich, wenn jetzt alle drei Aluminiumtreffer reingehen und der VfB halt überhaupt gar nicht das Tor trifft, ja, es hätte auch unentschieden ausgehen können, hätte man uns nicht beschweren dürfen. Aber der VfB hat natürlich auch in der zweiten Halbzeit noch ein paar Torchancen gehabt, die auch gut hätten reingehen können. Ich würde sagen, es war ein glücklicher Sieg, der nicht selbstverständlich war, aber es war jetzt auch kein Spiel, das man irgendwie zwangsläufig verlieren muss. Aber ich glaube, wir tun gut daran, die Sachen wirklich kritisch zu betrachten und insofern mehr Glück als Verstand, so im Hinterkopf zu behalten, ist vielleicht nicht ganz schlecht. Etwas kritischer geht der Mahner aus dem Norden hier mit dem VfB ins Gericht. Und zwar meinte er, das Rückzugsverhalten hat mit Profifußball wenig zu tun. Also er meint natürlich dann die Momente, wenn die gegnerische Mannschaft zum Konter ansetzt oder halt einfach versucht, einen Angriff aufzuziehen. Gerade wenn es schnell geht, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Stuttgarter Abwehr dann und wann überfordert wirkt. Geht's ja da auch so? Ich hatte also im Stadion auch so ein paar Impressionen, wo ich auch dachte, ist das wirklich so geplant? Also da war die eine Situation, wo Emiliano Insua irgendwie relativ weit hinten in Dribbling gegen zwei Fürther geht, wo man weiß, hey, eigentlich schafft das vermutlich nicht mal gegen einen. Aber wenn es einer probieren kann, finde ich dann mal dann Insua. Er. Also. Auf jeden Fall. Mit seinem Tempo auf jeden Fall. Verliert den Ball und dann gab es andere Situationen, wo, glaube ich, gerade nach Standards und Ecken von Stuttgart dann auch Insua der letzte Mann war, wo ich auch so ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn hatte. Aber die krasseste Szene war die wir angesprochen haben, ne? wo der Ball links verloren wird und dann auf der rechten Seite wirklich Pascal Stenzel allein gegen zwei Fürther ist, wo eigentlich das Tor wirklich fallen muss. Also das war nicht gut verteidigt und auch vom System her einfach nicht gut gespielt einfach. Ich muss sagen, diese Sendung hier, die stresst mich unglaublich heute. Du hörst es wahrscheinlich im Hintergrund. Zum einen funktioniert unsere Internetverbindung über StudioLink nicht. Dann muss ich mich auch noch so tierisch über den DFB und über den Video Assistant Referee aufregen. Und jetzt steht die Katze wieder hier und möchte plötzlich freigelassen werden. Das ist jetzt ein Kampf, den gebe ich noch nicht auf, Sebastian. Das ist jetzt höre ich's. Aber ich weiß nicht, ob du Olaf überhaupt freilassen kannst nach den schlechten Tipps in letzter Zeit. Oh, das müssen wir unbedingt ansprechen. Er hat ja diese Woche auf einen Videotipp verzichtet, aber hauptsächlich daran lag, dass das Kamerateam nicht zur Stelle war. Und dennoch kann ich sagen, dass er sich ziemlich sicher war, dass der VfB Stuttgart gewinnt und damit bleibt die Katze ungeschlagen bei diesem Tippspiel. Ja gut, dann kannst du ihn, glaube ich, rauslassen. Ja, jetzt hat er sich auf den Kratzbaum zurückgezogen. Ich bin nur nicht so ganz sicher, ob er demnächst zum Gegenangriff hier auf den Schreibtisch ansetzt, weil er guckt so ein bisschen wütend. Aber mal gucken, wir ziehen das jetzt hier durch. Bislang bin ich derjenige, der hier, ich gucke immer, weil es sieht wirklich so aus, als ob er gleich auf den Tisch springt. So, off-topic, das können wir. Dabei haben wir noch tolle Themen, die wir abarbeiten können. Zum Beispiel Björn, der auf der Mailbox Folgendes gesagt hat. Die Fürther haben so gespielt wie wir. Also viele Pässe, Ballbesitz, Fußball, versucht schnell nach vorne zu kommen und er fragt sich so ein bisschen, wie das sein kann, dass man innerhalb weniger Spiele so eine Änderung in der Spielweise feststellen muss. Also haben wir ja vorhin auch schon mal thematisiert, so eine direkte Antwort kennen wir auch nicht, weil wir wissen ja nicht, hat sich jetzt die Mannschaft überlegt, dass man das ein bisschen anpasst oder hat sich Tim Walter überlegt, dass man das ein bisschen anpasst. Man merkt auf jeden Fall eine Veränderung in der Art und Weise, wie der VfB Fußball spielt. Ja, und man wünscht sich ja, dass irgendjemand Tim Walter jetzt mal in den nächsten Tagen fragt, ob er mit dem Spiel gegen Greuther Fürth einverstanden war mit knapp 400 Pässen, ob das wirklich so war, wie er sich das vorgestellt hat oder ob die Mannschaft seine Vorgaben nicht so umgesetzt hat oder woran es gelegen hat. Aber das war jetzt definitiv kein Walterball, an dessen Ende natürlich aber dann der klarste Heimsieg der Saison stand. Insofern ist es irgendwie auch so ein, bin ich etwas zwiegespalten, aber ja, es war einfach kein gutes Heimspiel. Dann hat der Daniele versucht, auf der Mailbox anzurufen, hatte aber Probleme durchzukommen, wusste gar nicht, dass sowas auch geht. Und er hat mir die Fragen dann einfach über Instagram geschickt, die er uns stellen wollte. Ja, kann ich natürlich auch einmal hier mit reinnehmen, gar keine Frage. Jedes Mal wird es ein bisschen schwierig, aber ausnahmsweise nehme ich die jetzt hier einfach mal über Instagram eingereichte Frage mit in die Sendung. Und zwar möchte er wissen,
Ich empfinde, dass der VfB nach einer Führung die Galligkeit auf das zweite Tor sehr vermissen lässt. Denkt ihr, das hat mit der harten Gangart der Gegner, wie zum Beispiel Fürth, zu tun? Oder woran liegt es, dass wir so oft führen, aber gleichzeitig zittern? Ja, haben wir ja vorhin auch schon versucht, so ein bisschen aufzudröseln, an was das liegt. Wieso gewinnt der VfB nicht an Sicherheit und an Souveränität mit einer Führung? Ja, und wie gesagt, ich sehe es halt gegen Greuther Fürth, das Problem so ein bisschen anders gelagert als in den Spielen zuvor. Also ich glaube schon, dass es an der Gangart der Fürther gelegen hat, aber nicht nur. Also irgendwie war das auch, so ein Fehler im System irgendwie. Also das Heimspiel gegen Fürth hat mir so gar nicht gefallen, weil die Spieler die Stärken, die sie in den Spielen zuvor gezeigt hatten, so gar nicht beweisen konnten. Ne? Also siehe Silas, siehe Mangala, die wir gegen Regensburg noch über den grünen Klee gelobt haben. Von den beiden zum Beispiel hat man ja gegen Fürth jetzt gar nichts gesehen. Ne? Und da frage ich mich, woran liegt das halt? Also warum haben eigentlich alle schlecht gespielt, außer Fabian Bredlow und Holger Badstuber? Der übrigens, also Holger Badstuber, auch nur 25% seiner Zweikämpfe gewinnen konnte. Ja, also, aber er hat die entscheidenden gewonnen. Die vier. Er war gegen Fürth unser Abwehrchef, muss man schon so sagen. Also, das war so. Ne? Also er hat die Ruhe am Ball. Natürlich nach wie vor sollst du ihn nicht in Laufduelle schicken, aber solange er halt relativ tief in der Mitte steht, ist es halt für einen Zweitligastürmer relativ schwierig, an Holger Badstuber irgendwie vorbeizukommen einfach. Und ich fand das so nett. Ich glaube, das war gerade die Situation in der 91. oder 92. Minute, als dann Greuther Fürth noch mal eine Chance hatte und Holger Badstuber, glaube ich, wirklich, ich glaube, 3 Minuten am Stück den Kopf geschüttelt hat. In seiner typischen Art, so Kopf leicht gebeugt. Und er hat echt nur den Kopf geschüttelt. Und du hast gesehen, also über seinem Kopf erschien so eine Gedankenblase, das darf doch nicht wahr sein. Ne? Also er ist wirklich so der grumpy Badstuber, der halt den anderen auch sagt, hey, das kann doch nicht sein. Wir führen 2-0 gegen Greuther, führt es die 90. Minute und wir sind halt hinten am Schwimmen. Wie kann das denn passieren? Und ich glaube, er ist irgendwie so genau der Typ, den du jetzt in der Situation auch brauchst. Auch eine interessante Frage, wann machen wir den nächsten Entwicklungsschritt? Ich habe nämlich auch das Gefühl, wenn ich mir einfach die Spiele nochmal vor meinem geistigen Auge ablaufen lasse, dass wir eher immer so einen kleinen Schritt zurück gemacht haben und jetzt einen wirklich großen Schritt zurück gemacht haben im Spiel gegen Fürth. Gut, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, was das gelegen haben könnte. Aber nichtsdestotrotz finde ich schon, dass die Leistungen insgesamt eher, ja, also sich zumindest nicht weiterentwickeln. Oder die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, entwickelt sich nicht weiter, wird nicht souveräner, wird nicht besser. Und man hat ja gehofft, dass man mit zunehmender Spielzeit und mit Erfolgen dann auch etwas sicherer wird und immer mehr erkennt, dass man hier einen Powerfußball zelebriert und einfach dann wirklich dominant die Liga beherrscht, möchte ich fast schon sagen. Und ich frage mich halt, habe ich mich auch gefragt, aber dann frage ich mich auch, kommt dieser Schritt noch? Oder sind wir dann halt wieder HSV? Dann denkst du, hey, gegen Nürnberg 4-0, da war der Schritt da und dann verlierst du mal wieder ein Spiel, denkst du, oh, der Schritt ist wieder weg. Also ich bin da echt so ein bisschen unschlüssig, ob dieser Schritt überhaupt noch kommt. Also, dass man wirklich sagt, hey, das war jetzt ein Schritt nach vorne. Also gewinnen wir jetzt auf der Alm 4-0? Ich glaube eher nicht, aber ist das dann der Schritt oder verliert man dann danach gleich wieder gegen Wien Wiesbaden? Finde ich schwierig, aber so eine gewisse Entwicklung sollte da sein, aber vielleicht ist diese Entwicklung auch einfach die, dass man sieht, dass sich eine Startelf kristallisiert und die haben wir, ne? Und man merkt mittlerweile auch, dass zum Beispiel ein Mario Gomez jetzt sicherlich nicht unser Stürmer Nummer 1 in der zweiten Liga ist und dass er halt eher jemand ist, der von der Bank kommt oder von der Bank halt eher nicht kommt. Das sieht man zum Beispiel. Ne? Man sieht zum Beispiel, dass ein Silas eher jemand für die Startelf ist, während jemand wie Koulibaly oder auch Endo Spieler sind, die bis jetzt überhaupt gar keine Rolle spielen und vielleicht auch die ganze Saison über keine Rolle spielen. Vielleicht sind das auch die Schritte, die der VfB macht, um so ein bisschen Klarheit in der Kaderstruktur zu schaffen. Also da tue ich mich so ein bisschen schwer mit diesem nächsten Schritt. Ich weiß gar nicht, ob man den erkennen kann, wenn er dann wirklich kommt oder ob der sich entwickelt und wir merken es gar nicht. Ja, also was ich ein bisschen vermisse, wenn man jetzt von einem Entwicklungsschritt sprechen möchte, ist dann wirklich, dass man diese Dominanz auch in Torerfolge
ummünzt sozusagen oder ja, dass die da, dass die Dominanz in Torerfolge resultiert, weil das fehlt mir natürlich noch so ein bisschen. Also das Sinnbild schlechthin oder das Beispiel, kann man sagen, war eigentlich das Spiel gegen Aue, ja, wo du den Gegner komplett in die eigene Hälfte drückst, Chance um Chance hast und eigentlich das Spiel 2, 3, 4-0 gewinnen musst, aber dann am Ende noch glücklich darüber bist, dass du das Spiel nicht verlierst. Und da warte ich halt einfach wirklich so einen nächsten Schritt, dass man da zielstrebiger wird, konsequenter wird und das fehlt mir noch so ein bisschen. Das ist ja das, was Tim Walter immer wieder anmahnt. Uns fehlt da einfach die Konsequenz, sowohl in der Abwehr oder in der Defensive, wie auch in der Offensive. Und da erkenne ich nicht die Weiterentwicklung und eben, dass man sich konsequenter verhält oder eben konsequenter seine Chancen nutzt oder besser verteidigt, das fehlt mir noch so ein bisschen. Und da hoffe ich einfach drauf, dass da bei dem einen oder anderen Spieler noch der Knoten platzt. Ja, also Silas ist da mit Sicherheit ein Kandidat. Und ja, auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass sich das dann insgesamt so als Mannschaft dann immer weiter einspielt und ja, man dann dadurch vielleicht so einen Spieler wie Silas noch besser einsetzen kann. Weil ich glaube, das ist definitiv ein Spieler, der ja den Unterschied macht, gerade in der Offensive. Also das ist ja schon unglaublich, was der da mit 19 Jahren auf dem Platz so zeigt. Und ich bin auch weit davon entfernt, den jetzt wirklich in allerhöchste Töne immer nur zu loben und zu sagen, das ist der nächste Weiß der Kuckuck wäre. Aber es ist schon ein Spieler, der sofort auffällt mit seiner Physis, mit seinem Können auf dem Platz. Und ich gönne, oder ich sag mal so, ich bin mir auch sicher, der Spieler wird auch noch mal eine Phase haben, wo es nicht so gut läuft und wo er dann wieder auf der Bank sitzt, aber insgesamt gönne ich dem Jungen halt jetzt wirklich da mal ein Tor. Ich glaube, das würde ihm ganz gut tun und das wäre vielleicht dann auch ein kleiner Entwicklungsschritt, dass so ein Spieler trifft, ja. Ja, absolut. Momentan muss man sagen, stehen dann in der Startelf eher die Leute, von denen man es vielleicht dann nicht erwartet hätte, ne? Weil auf der Bank, gerade im Sturm sitzen jetzt halt Mario Gomez, von dem wir ja wissen, was er verdient pro Jahr und der halt ein ja Altinternationaler ist und Al-Ghadoui, der letzte Saison auch relativ gut geknipst hat und jetzt haben wir da vorne halt zwei Spieler drin, die ihre erste Zweitligasaison spielen und denen wird das Vertrauen geschenkt und ja, vielleicht muss ich da die Mischung noch so ein bisschen besser zusammenfinden, ja, aber grundsätzlich hat man gerade geguckt, also in der letzten Zweitligasaison hat man nach 7 Spielen 13 Punkte, jetzt haben wir 17 Punkte. Wir haben noch nicht verloren, wir waren jetzt dann in der Saison 16-17 waren wir Fünfter, jetzt sind wir Erster. Also so sieht es ja ganz gut aus und dieses Punktepolster und die guten Resultate geben Tim Walter und dem Team ja auch die Ruhe, einfach das weiterentwickeln zu können. Ich denke, er hat auch von den Fans und überhaupt hat er den Vertrauensvorschuss, dass das noch ein bisschen besser wird. Und andererseits, wenn es nicht besser wird und man gewinnt auch mit schlechten Leistungen die Spiele, dann soll es einem auch recht sein, finde ich jedenfalls. Ja, also Hauptsache, wir steigen auf. Das sage ich auch immer wieder. Alles andere ist mir dann erstmal nicht ganz egal, aber das Wichtigste ist für mich auch, dass wir aufsteigen. Uwe hat uns gefragt, gibt es eine Möglichkeit, Gregor Kobel nach der einjährigen Leihe fest zu verpflichten? Da streiten sich ja so ein bisschen die Gazetten, möchte ich fast schon sagen, um die richtige Antwort. Ich glaube, der Kicker hat berichtet, dass es eine Kaufoption oder sowas in der Art geben soll. Und ich bin der Meinung, die Stuttgarter Nachrichten oder die Bild-Zeitung, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dementieren diese Meldung. Also die sagen, es ist wirklich nur ja eine einjährige Leihe und danach müsste man komplett neu verhandeln. Und es wäre eher unwahrscheinlich, dass Hoffenheim daran Interesse hat, weil man eben große Stücke auf Gregor Kobel hält. Ja, also von daher, ich kann es nicht abschließend beantworten, aber am Ende wird natürlich der Geldbeutel entscheiden. Ich wollte sagen, also eine Möglichkeit gibt's ja irgendwie immer, aber wenn natürlich Gregor Kobel jetzt die Leistung Sebastian, zeigt, die er bisher... Sebastian, ich möchte dich ungern unterbrechen, ja, aber jetzt habe ich den Kampf verloren. Du musst Olaf rauslassen. Ja. So, bitteschön. Vielen Dank noch. Unglaublich. Diese Katze. Gut. Sorry, ich habe dich... Olaf hat dich unterbrochen. Genau, also... trotz Olaf, also wenn Gregor Kobel halt so weiterspielt wie bisher und eine überragende Zweitligasaison spielt, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass Hoffenheim ihn zurück, weil ihr Stammtöter ist Oliver Baumann, der ist 29, der spielt jetzt, würde ich sagen, über die Jahre solide, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, er ist hätte der nächste Manuel Neuer sein müssen, dann wird es wahrscheinlich relativ schwer für den VfB Gregor Kobel dauerhaft zu verpflichten. Aber das muss man abwarten. Aber genau, aber ich glaube, erstmal Stand jetzt ist, er ist für ein Jahr ausgeliehen und vermutlich eher ohne irgendeine Option.
Na, was dem VfB natürlich in die Karten spielen wird, ist der Abstieg von Hoffenheim. Denn die Hoffenheimer tun sich ja, oh, jetzt führen die gerade 1-0 gegen Wolfsburg. Jetzt wollte ich gerade sagen, die tun sich ja wirklich schwer bislang. Aber jetzt haben sie tatsächlich ein Tor erzielt gegen Wolfsburg. Und jetzt haben sie dann auch 7 Punkte. Aber gut, mal gucken, wie sich das entwickelt für Hoffenheim. Aber das wäre natürlich nochmal interessant, sollte Hoffenheim einfach nicht so gut abschneiden, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ein Gregor Kobel mit der Euphorie, die dann einen Aufstieg auslösen würde, definitiv, vielleicht auch Bock hat, hier in Stuttgart zu bleiben. Und das ist ja dann auch wichtig, was der Spieler möchte. Absolut, ja. Ja. Also ja. Es gibt vielleicht eine Ausstiegsklausel oder beziehungsweise eine Kaufoption, aber so genau wissen wir das nicht, weil es, wie gesagt, unterschiedliche Meldungen über mögliche Ausstiegsklauseln, / Kaufoptionen gibt. Aber ich denke, wenn Gregor Kobel hat hier eine überragende oder eine richtig gute Saison spielt und danach dann 34 Spieltagen, ja, aber wenn er halt hier dann auch irgendwie als Aufstiegsheld gefeiert werden würde, hoffentlich, dann ist natürlich der Spieler auch eher bereit, in Stuttgart zu bleiben, als sich dann in Hoffenheim oder in Sinsheim hinter Baumann auf die Bank zu setzen. Insofern hast du ja recht, also muss halt auch hören, was der Spieler sagt, und wenn er sich hier wohlfühlt und ja, gerade so in der Kombination Mislintat-Hitzelsberger, also mal abwarten, aber man kann da, glaube ich, keine verlässliche Prognose treffen, wie es dann nach der Saison weitergeht. Weißt du es denn, wie es bei Bredlo ist? Ist der fest gekauft oder auch nur geliehen? Ich habe da echt den Überblick ein bisschen verloren. Bredlo ist fest verpflichtet. Also der gehört uns, ja, und der wird auch noch so ein bisschen, oder wird gehofft, dass er auch noch mal so einen kleinen Schritt machen kann. Also Sven Mislintat hat, gut, das muss er natürlich sagen, wenn er so einen Spieler verpflichtet, ist der Meinung, dass der Spieler noch nicht fertig entwickelt ist, sondern dann immer noch einen Schritt machen könnte. Und darauf spekuliert man wohl seitens des VfB, dass da noch was möglich ist. Und natürlich, umso mehr Einsätze er bekommt in der zweiten Liga und umso häufiger er so hält, wie jetzt am Samstag oder auch gegen Rostock, ja, umso besser ist es für den Spieler. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt nicht komplett abschmieren mit Fabian Bredlo im Tor. Also das würde schon funktionieren. Aber ja, Kobel ist dann schon noch mal ein bisschen moderner. Und insgesamt glaube ich auch, ja, für mich eher der Torhüter, den ich gerne hier in Stuttgart hätte. Stand jetzt. Muss man dazu sagen. Gut, dann gab es noch einen Anrufer aus Eupen, der angedroht hat, Andy Beck ans Telefon zu holen, dass er uns was auf die Mailbox spricht. Da bin ich mal gespannt. Das wäre ja großartig. Vielleicht gelingt es ja. Und dann gab es noch einen Anrufer, der sich in der Mailbox nicht wiedergefunden hat, aber ich wollte ihn nicht unerwähnt lassen. Das Problem war bei diesem Anrufer, es hörte sich so an, als ob er vom Telefon seines Nachbarn angerufen hat. Also, aber er hat das Telefon halt beim Nachbarn gelassen, muss man dazu sagen. Und ich konnte so ein paar Sachen verstehen, die waren auch wieder sehr intelligent, die da gesagt wurden, aber man hört es halt wirklich nicht. Es hört sich echt an, als ob der Nachbar nebenan das Telefon angemacht hat und auf der anderen Seite erzählt gerade jemand tolle Sachen über den VfB Stuttgart. So kann ich das hier in dieser Mailbox nicht einpflegen. Also da muss der ein oder andere nochmal sein Telefon-Game, ich weiß nicht, ein bisschen nach oben setzen oder so. Step da ist up, genau. Hier war das aus der Kurve raus telefoniert oder nein, einfach nein, nein, so? Nein, das war von zu Hause. Es hörte sich wirklich so an, also ich habe die folgende Vermutung. Ich bin ja sofort dann natürlich dem Ganzen oder habe versucht, das aufzuklären, was ist hier schiefgegangen, denn es hört sich an und für sich nicht an wie ein schlechtes Mikrofon, sondern eher so, als ob sich jemand Earpods oder so ins Ohr gesteckt hat, dann genau die Mailbox angerufen hat und einfach im Wohnzimmer mit diesen Earpods dachte, er telefoniert praktisch mit uns, das Telefon, weiß ich nicht, im Schlafzimmer liegen lassen hat und so hört sich das an. Also vielleicht lag es daran, dass irgendwie die Bluetooth-Funktion nicht richtig funktioniert hat. Aber das war nicht der Anrufer, der über Skype angerufen hat. Na, ich will es mal nicht hoffen. Weil irgendjemand rief relativ leise über Skype an. Also da müssen wir nochmal recherchieren. Also weil wir stecken mal ja auch nicht drin in der Technik, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also wir sind ja darauf angewiesen, was unser Dienstleister da tut. Und ich bin mir nicht sicher, ob die damit gerechnet haben, dass jemand sich eine Mailbox einrichtet, die dann innerhalb weniger Minuten von 50 Leuten malträtiert wird. Also ja, wahrscheinlich schmeißen wir uns eh bald raus. Also für die 3 Euro, die wir da pro Monat zahlen oder so, das ist irgendwie, ja.
Na gut, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Dann müssen wir doch noch so eine alte Bandmaschine hier irgendwo installieren. Das wird schön. Gut, kommen wir zum Spiel gegen Bielefeld, Sebastian. Da bist du natürlich gefragt, denn zum einen wird dein Lieblingsspieler wieder zurück erwartet, Santiago Ascasiba, der seit gestern wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Und zum anderen bist du eigentlich der perfekte Gast in dem Fall, um über den Gegner zu sprechen, denn dein oder anders gesagt, die Bielefelder sind sowas wie dein Zweitlieblingsclub. Genau, also Bielefeld ist eigentlich mein Erstlieblingsclub, weil Bitte? Ich halt war mein Erstlieblingsclub, weil ich aus Westfalen nun mal geboren bin und lange Zeit die Arminia verfolgt habe, bevor ich vor ungefähr 60 Jahren nach Stuttgart gezogen bin. Es sind 20 Jahre. Aber ja, ich bin halt in der unmittelbaren Nähe Bielefelds geboren und aufgewachsen und natürlich deswegen auch der Arminia sehr verbunden. Habe schon Spiele besucht in der dritten, zweiten und ersten Liga und habe schon Aufstiege gefeiert in Bielefeld. Insofern habe ich natürlich große Sympathien für Bielefeld und hoffe ganz schwer, dass die Arminia hinter dem VfB als Zweiter direkt aufsteigt. Aber ich fand es vor der Saison schon erstaunlich, wie viele Leute die Arminia als Geheimfavorit gesehen haben und habe das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt so nach 7 Spieltagen muss man sagen, ja, da ist vielleicht was dran. Ne? Also so mit Uwe Neuhaus als Trainer und dem Kader, den sie zusammengestellt haben, das könnte vielleicht dann tatsächlich was werden. Und ich glaube, dem VfB steht dann am Freitagabend um 18.30 Uhr echt ein relativ schweres Auswärtsspiel bevor. Ich glaube auch, das wird das bislang schwerste Auswärtsspiel in dieser Zweitligasaison mit Uwe Neuhaus. Du hast ihn schon angesprochen, treffen wir auf einen Trainer, der den VfB schon vor große Probleme gestellt hat. Ich erinnere da an das 5:0 in Dresden. Da war damals Uwe Neuhaus der Coach der Dresdner. Und beim 3:3, das hart erkämpft wurde, dann im Neckarstadion, war natürlich auch Uwe Neuhaus der Coach. Und er weiß offensichtlich schon, wie man dem VfB Probleme bereiten kann, auch wenn natürlich die Mannschaft komplett andere sind. Aber was ich eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass Uwe Neuhaus einfach ein sehr erfahrener Zweitliga-Coach ist, der auch aus meiner Sicht wirklich richtig tolle Arbeit da in Bielefeld geleistet hat. Und aus einer, ich würde mal sagen, soliden Truppe wirklich einen richtigen Aufstiegskandidaten geformt hat. Was mir aufgefallen ist bei den Spielen von Bielefeld, die machen jetzt nichts Weltbewegendes. Ja? Also die spielen eigentlich ein relativ stupides Zweitligasystem, möchte ich mal so sagen. Sprich, die knüppeln den Ball nach vorne, stehen an und für sich ganz kompakt, ja, und haben halt mit Klos und Vogelsammer da zwei absolute Killer vorne drinne. Klos, der gefühlt jede Flanke verwandelt, ich glaube 6 Tore gemacht hat, 2 Vorlagen noch dazu. Also der ist halt unheimlich torgefährlich. Und dazu haben sie gute Vorbereiter mit Edmundson, der auch Tore erzielen kann. Prittel heißt da, glaube ich, der Kollege, so ein Österreicher, der auch sehr torgefährlich ist und auch schon die ein oder andere Vorlage gegeben hat. Und dann haben sie noch, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie man den Namen richtig ausspricht, so einen Franzosen als Rechtsverteidiger. Deswegen möchte ich das jetzt einfach mal so stehen lassen, der immer mal wieder über seine rechte Seite kommt, gute Flanken reinschlägt und auch so schon 2 Tore vorbereitet hat. Und für mich, der vielleicht neben Klos und Vogelsammer beste Spieler ist, Marcel Hartl, der im Mittelfeld so ein bisschen die Strippen zieht, auch schon einige Tore vorbereitet hat. Ja, also das sind so die Spieler, die für mich gerade in der Offensive dann den Unterschied machen bei Bielefeld. In der Defensive, Sebastian, vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen, habe ich das Gefühl, dass man ja eher dann doch mal mehr Probleme hat, möchte ich so sagen. Ich würde es mal so beschreiben. Es ist eine eher ungeordnete Defensive, allerdings nicht ungewöhnlich für die zweite Liga. Es fehlt so ein bisschen die Dynamik, man lässt relativ viele Chancen zu, wenn der Gegner mit Geschwindigkeit auf die Abwehr zukommt, natürlich auch technisch guten Spielern, dann hat die Abwehr von Bielefeld größere Probleme. Aber du musst natürlich deine Dinger hier machen, denn sollte es dann irgendwie nicht klappen mit dem eigenen Torerfolg, dann haben die halt vorne wirklich 2 absolute Maschinen, die immer gut sind für ein Tor. Ich glaube, die haben seit Ewigkeiten kein Spiel mehr 0 oder so bestritten, also ohne eigenen Torerfolg. Oder? Weißt du das genau, wie viele Spiele das sind? Das sind einige, glaube ich. Nee, keine Ahnung, aber Stefan Klos ist halt, ist so ein bisschen Simon Terodde 2019, ne? Also so ein, der
Prototyp eines Zweitligastürmers. Der hat halt irgendwie schon jeden Innenverteidiger als Gegner gesehen. Und der macht halt seine Kisten einfach. Ne? Also das ist schon immer so. Also selbst wenn der Torwart hinten, also der Stefan Ortega, der wirklich ein guter Keeper ist, die Welle lang nach vorne prügelt, das kann dann eventuell schon reichen für Klos, um ein Tor zu erzielen. Und er ist halt aber nicht einer, der halt unbedingt drauf aus ist, selber das Tor zu erzielen, sondern der legt halt auch nochmal quer für einen besser postierten. Er zieht Freistöße, er zieht Elfmeter. Also der ist halt eine absolute Zweitliga-Waffe und auf dem muss man wirklich aufpassen. Und ich freue mich halt so ein bisschen schon irgendwie so auf den Kampf der Giganten Fabian Klos gegen Holger Badstuber. Der ist ungefähr... Also der Klos ist ja auch 30, also das könnte richtig gut werden. Und beide ähnlich hüftsteif, ne? Und aber richtig, richtig gut und das könnte ganz großartig werden. Ja, ich sehe schon Badstuber und Klos mit dem Turban über den Platz. Beide mit Turban und Pfeilchen, weil sie sich halt irgendwie über 90 Minuten so dermaßen besorgt haben. Ja, das wäre ganz groß. Aber das ist halt wirklich beide so Fighter-Typen einfach, ne? Ja, also die Offensive wird zu Recht gelobt. Das ist die beste Offensive der zweiten Liga. 19 Tore haben die schon erzielt. Sind halt wirklich extrem effektiv, brauchen nicht viele Chancen. Und kommen halt oft zum Torerfolg über Flanken, über gute Standards. Also das ist so die Stärke von Bielefeld. Da muss man wirklich tierisch aufpassen, dass man die Flanken hier rechtzeitig blockt oder komplett einfach auch unterbindet. Dazu, wie gesagt, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, weiß man sich immer einfacher Mittel zu helfen und legt einfach eine sehr kompakte Spielweise an den Tag. Ein gutes Kurzpassspiel haben sie auch noch zu bieten. Also das ist insgesamt einfach extrem solide. Die stehen nicht durch Zufall da vorne mit, ich glaube auf Platz 3 sind sie aktuell, oder? Platz 3, weißt du das auswendig? Ja, nach dem Sieg vom HSV gegen Aue müssten sie wieder auf Platz 3 sein, aber haben auch noch kein Spiel verloren, genau wie der VfB. Das ist kein Zufall. Also die stehen da absolut zurecht und das wird aus meiner Sicht nicht nur das schwerste Auswärtsspiel, sondern bislang allgemein das schwerste Spiel in dieser Zweitligasaison. Weil die Bielefelder werden keine Fehler verzeihen. Also da bin ich mir sicher. Da können wir uns nicht so Eskapaden erlauben wie, weiß ich nicht, gegen Regensburg oder was wir schon alles erlebt haben. Weil das wird dann definitiv genutzt werden von Bielefeld. Und es wird, glaube ich, nicht so leicht sein, auch wenn sie natürlich anfällig sind für Gegentore, so wie jede Zweitliga-Abwehr, wird es trotzdem nicht so leicht sein, da einfach zurückzukommen. Weil in dem Moment, wo du dich dann öffnen musst, da freuen sich natürlich da vorne die Stürmer. Und das ist für mich wirklich ein absolutes Topspiel in dieser zweiten Liga und gleichzeitig könnte das auch ein richtig geiles Spiel werden. Also wirklich viele Tore, viele Strafraumszenen, einfach ein richtig tolles Fußballspiel. Deswegen Freitag 18:30 finde ich eigentlich ganz cool, wenn es jetzt nicht. Ja, absolut. Wir erinnern uns an das letzte Spiel auf der Bielefelder Alm vom VfB, das legendäre 3:2 vom VfB mit Treffer Maxim kurz in der Mittellinie und die zweite Rodde-Treffer, die beide irgendwie auch von Messi hätten nicht schöner erzielt werden können. Also ich glaube, es wird wieder eine richtig heiße Partie und ich habe da echt total Bock drauf. Ja, wie gesagt, weil ich auch so ein bisschen ehrlicherweise noch Arminia-Sympathien in mir habe und wenn der VfB das dann nicht gewinnen soll, sondern es unentschieden ausgehen sollte, ich auch damit leben könnte. Also ich will gewinnen, ich sag's gleich mal vorweg. Ich will auch gewinnen. aber ich habe halt, wie gesagt, die Arminia ist halt so eine richtig geile Zweitligatruppe irgendwie. Und Fabian Klos muss man einfach mögen, weil der hat auch irgendwie so viele Angebote schon aus der ersten Liga gehabt und ist halt trotzdem immer bei Bielefeld geblieben, vielleicht weil er auch wusste, dass es halt für die erste Liga nicht reicht. Und das wird ein Gradmesser für den VfB, wie Zweitliga-tauglich das Team ist, weil ja, so Gonzales und Silas und die ganzen Spieler, das ist halt jetzt genau das Gegenteil von dem, was Arminia anzubieten hat, ne? Weil die spielen halt so lange in der zweiten Liga und wissen genau, wie der Hase da läuft und jetzt kommst du halt mit irgendwie so Young Guns daher, die aber irgendwie eigentlich ein höheres Niveau gewohnt sind. Muss mal gucken, Freitagabend, die Alm wird, glaube ich, ausverkauft sein, ich wäre gerne da gewesen, es klappt halt terminlich nicht, aber ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Spiel. Wir freuen uns drauf und sind gespannt, ob Reinhold Jabo rechtzeitig fit wird. Ich glaube, der hat muskuläre Probleme. Könnte knapp werden für ihn. Und ich glaube, gegen Wiesbaden konnte er auch nicht spielen, ne? Ja, genau. Das ist natürlich auch ein wichtiger Spieler für die Bielefelder. Und es gibt natürlich noch einen anderen Ex-VfBler im Kader der Bielefelder, nämlich Sven Schiplock. Der bislang, glaube ich, gar nicht zum Einsatz kam. Ja.
Irgendwie ist es dann mit der Fitness nicht allzu weit. Aber vielleicht reicht es ja dann für einen Kurzeinsatz gegen den VfB Stuttgart. Es muss genau nicht unbedingt sein. Nein, also, nee. Gut, dann kommen wir zum Startelf-Tipp. Der ist natürlich auch ganz wichtig und ich habe schon angekündigt, Santiago Ascasibar ist wieder eine Alternative, kann sich vielleicht Hoffnungen machen. Ich weiß nicht, ob er direkt Hoffnungen haben darf auf die Startelf, aber zumindest auf dem Kaderplatz. Dann wissen wir natürlich noch nicht genau, wie es jetzt mit Gonzales, Kobel und Castro so steht. Also wir nehmen diese Ausgabe am Montag auf. Tendenz ist ja, dass alle drei fit werden müssten, aber ja, so 100% kann man es noch nicht sagen. Das müssen wir jetzt berücksichtigen, lieber Sebastian. So. Muss ich wieder anfangen jetzt? Ja, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit und ich würde sogar anfangen, wenn es sein muss. Ich muss natürlich noch aufklären, dass wir am 7. Spieltag beide 9 von 11 Spieler richtig getippt haben. Der Knackpunkt war Sosa, der nicht gespielt hat. Wir haben beide Sosa getippt. Insua hat da den Vorzug erhalten und es war dann auch noch so, dass Clement auf die Bank musste und dafür der Kollege Castro eingesetzt wurde. Sonst hätten wir endlich mal alle 11 richtig getippt. Sei es drum. Jetzt aber zum Spiel gegen Bielefeld und oh, das ist echt schwer. Also ich kann jetzt schon mal eröffnen mit, ich glaube, den Spielern, ja, da sind wir uns sicher, dass die spielen, dass zum einen Stenzel und Kempf in der Abwehr. Im Tor würde ich, ja. Bartschur würde ich auch als gesetzt sehen eigentlich. Du nicht? Ja, eigentlich schon, gell? Ich stelle ihn auf, aber du spielst halt jetzt gegen eine Mannschaft. Okay, der Klos ist nicht so schnell. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass so ein Philips da auch ein cooler Spielertyp wäre. Weißt du, also mit seiner Wendigkeit und mit seinem guten Aufbauspiel, da ist ja Bartschuber schon noch mal ein bisschen anders. So, und bei Kempf habe ich jetzt gerade im Spiel gegen Fürth manchmal das Gefühl gehabt, dass der beides nicht so richtig beherrscht hat, nämlich das Aufbauspiel und auch die Zweikampfführung. Vielleicht ist das dann in dem Moment auch ein bisschen zu viel gewesen. Vielleicht wurde er, oder wäre es für ihn besser, wenn er dann sich mehr auf die Arbeit hinten konzentrieren könnte und die Spieleröffnung dann vielleicht jemand machen könnte wie ein Philips oder von mir aus auch ein Bartschuber da prominenter auftreten könnte. Weil es ist ja eher Kempf derjenige, der sich mit ins Mittelfeld einschaltet. Auch zu Recht, weil der schneller zurückkommen kann als ein Bartschuber. Aber also, dass der Philips komplett raus ist, stört mich schon so ein bisschen. Aber ich gebe dir natürlich recht, eigentlich kannst du den Bartschuber nicht draußen lassen. Das ist eigentlich der beste Abwehrspieler, vielleicht neben Stenzel, den wir bislang oder in den letzten Spielen so miterleben durften, auch wenn es gegen Fürth nicht allzu gut aussah mit der Zweikampfquote, aber gefühlt war es der beste Innenverteidiger im Spiel gegen Fürth. Ja, auf jeden Fall. Und gegen Bielefeld, wie gesagt, ne, Bartstuber gegen Fabian Klos, das wird, muss ja so kommen. King Kong gegen Godzilla, das wird super. Also wirklich am Ende beide mit blutenden Köpfen, das wird ganz großartig. Wen stellst du denn ins Tor? Ich stelle Fabian Bredlow ins Tor. Ich auch. Weil Kobel ist noch nicht bei 100% und lieber kein Risiko eingehen. Und Bredlow hat super gespielt gegen Greuther Fürth. Also mein Keeper ist Fabian Bredlow. Ja, also hier ist es natürlich jetzt einfach ein bisschen schwierig. Sollte Kobel, keine Ahnung, morgen wieder im Training dabei sein, dann wird er wahrscheinlich auch spielen. Aber wenn es jetzt irgendwie so auf Donnerstag erst mit dem ersten Training hinausläuft oder Mittwoch, ich glaube, dann wird sich Tim Walter eher für die sichere Variante entscheiden und Predlo einsetzen. Nicht, dass da noch mehr kaputt geht oder dass eben Kobel länger ausfällt. Von daher, ich bin da auch absolut bei Predlo. Stenzel haben wir gesagt, Kempf haben wir gesagt, Bartschuber, da lege ich mich jetzt auch fest. Ja, komm. Der muss eigentlich spielen. Es muss dieses Duell geben gegen Klos. Da gebe ich dir absolut recht. Ja, und dann gibt's noch die Linksverteidigerposition. Ja, Insua hat da überraschenderweise, muss ich sagen, gegen Fürth den Vorzug erhalten. Ich fand Sosa im Mittelfeld jetzt auch nicht so uncool. Ich glaube, wir haben das zu Beginn der Saison auch mal thematisiert, ob das nicht eine Option sein könnte. Also, wen siehst du da auf der Linksverteidigerposition? Rückt Sosa wieder auf diese Position oder ist dann doch Insua derjenige, den wir da wiederfinden werden? Also ich fand Insua jetzt nicht wirklich überzeugend gegen Greuther Fürth. Also so ein paar schlechte Entscheidungen, wie gesagt, da irgendwie ins Dribbling gehen gegen zwei Gegenspieler, was nicht funktionieren kann. Dann hinten irgendwie relativ unsouverän abgesichert.
Und dann kam Sosa rein, hat relativ gut gespielt. Klar, man könnte ihn auch eine Position vorziehen und eher im Mittelfeld sehen, aber da haben wir sind wir relativ gut besetzt. Nee, also ich sehe Borna Sosa wieder auf der Linksverteidigerposition und Emiliano Enzua auf der Bank. Ja, auch da würde ich mitgehen. Ja, du hast es eigentlich schon perfekt erörtert. Es wäre eine Möglichkeit, Sosa vorzuziehen, aber ich glaube auch, dass Insua jetzt erstmal wieder auf die Bank geschickt wird und Sosa sein Glück probieren darf. Wobei, wenn du natürlich eine Mannschaft hast wie Bielefeld, die viel mit Flanken operieren, dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn die Außenspieler defensiv stärker sind als offensiv. Und dann wären Insua vielleicht doch. Na komm, ich nehme Insua. Weißt du was? Ich nehme Insua. Komm, man muss auch mal was wagen. Ich nehme Insua. Ja. Und ich hau gleich nochmal einen raus. Im zentralen Mittelfeld spielt bei mir Karasor. Und jetzt kommst du. Auf der 6, ja gut, ja. Da spielen wir natürlich safe Santi Ascasiba. Wir haben ja gegen Greuther Fürth gesehen, dass wir halt im zentralen Mittelfeld einfach viel zu viele Spieler haben, die sich den Schneid durch körperliche Härte des Gegners zu schnell abkaufen lassen. Also egal, wer da spielt. Da brauchen wir jemanden, der dagegen hält. Und das ist für mich ganz klar Ascasiba. Also, ich kann ja mal mein Gedankenspiel hier komplett aufdröseln. Also, für mich rutscht Karasor wieder auf die 6, weil ich glaube, dass Mangala als Achter dem VfB dann doch besser zu Gesichte steht als Sechser. Weil wir haben jetzt gesehen, er ist einfach nicht der Spieler, der sich dann tief fallen lässt, die Bälle prallen lässt und dann auch, sag ich mal, hinten sich als zusätzliche Anspielstation anbietet. Und genau das hat aus meiner Sicht im Spiel gegen Fürth gefehlt. Mag sein, dass der Karasor auch immer mal wieder einen Lapsus drin hat. Nichtsdestotrotz ist das jemand, der sich da hervorgetan hat und einfach eine gute Schnittstelle war zwischen Mittelfeld und Abwehr. Mangala hat das toll gemacht gegen Regensburg, gar keine Frage. Und die Offensivqualitäten von Mangala, die möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, um so eine Ausgewogenheit, sage ich mal, ins Spiel zu bekommen, könnte das aufgehen mit Karasor und Mangala. Mangala spielt dann bei mir auf der linken Seite, so als verkappter Achter, so wie es halt auch Ascasiba schon machen musste. Und Karasor ist dann der Sechser. Und hier kann man natürlich dann auch wieder so ein Szenario sich vorstellen, dass bei Ballbesitz Bielefeld sich Karasor und Mangala so ein bisschen zurückfallen lassen und man mit einer Doppel-Sechs spielt, sollte zum Beispiel Bielefeld wirklich dann immer stärker werden und der VfB in so eine Situation geraten, wie sie auch gegen Fürth ja das ein oder andere Mal vorgefallen ist, nämlich dass man den Gegner hinter der eigenen Mittellinie erwartet. Also das ist mein Gedankenspiel. Mit Mangala auf der linken Seite, Karasor auf der 6, Förster rechts und die Davi vorne im Zentrum. So, jetzt kannst du deins noch hier vollständig machen, dein Mittelfeld. Ja, also die Davi auf der 10 vorne sehe ich auch, weil er ist torgefährlich und ich glaube, du musst ihn halt immer bringen, wenn er fit ist, also insofern spielt er. Förster hat mir auch gut gefallen, den würde ich dann auch rechts, links, ich würde ihn glaube ich eher rechts sehen und links würde ich Philipp Clement wiederbringen, weil er hat ja durchaus seine Qualitäten und irgendwann platzt da mal der Knoten, also Ascasiba, Clement, Förster, die Davi. Okay, und bei mir ist es Karasor, Förster, Mangala und die Davi. Ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Massimo an alte Wirkungsstätte zurückkehren wird. Mhm. Und das sollte man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch wenn der natürlich gerade versucht wird, als Rechtsverteidiger irgendwie, dass man ihn da umschult. Aber ich wäre jetzt auch nicht total überrascht, wenn sich weiter denkt, komm, den schmeiße ich einfach mal rein. Es wäre jetzt nicht meine Wahl, aber ja, bei Walter kann ich mir das irgendwie vorstellen, dass er sich denkt, komm, zeig deinen alten Jungs mal, was du drauf hast. Und ich fand, Massimo hat bislang, natürlich in der Oberliga nur, aber da wirklich gute Leistungen gezeigt, ist immer im Kader, also er kann nicht so weit weg sein von der Mannschaft. Und vielleicht gibt ihm Walter jetzt hier die Möglichkeit, ähnlich wie Klimowitz gegen Aue, die bekommen hat. Ja, das möchte ich nur jetzt hier erwähnen, damit ich später sagen kann, siehste, habe ich doch gewusst. So, im Sturm natürlich auch noch interessant. Ich glaube, da gibt es eine Veränderung. Zum einen bin ich der Meinung, dass González nur auf der Bank sitzen wird mit seiner Prellung, mit seiner schweren Prellung am Schienbein. Also das ist schon so eine Nummer, kann mir fast nicht vorstellen, dass das bis Freitag ausgeheilt ist. Und dann sehe ich da Silas und dann ist halt die Frage, Al-Ghadoui oder Gomez? So. Und wenn ich jetzt halt die Leistungen so in der Saison bislang mit einfließen lassen muss, ist halt Al-Ghadoui der Stürmer, der häufiger getroffen hat, was natürlich auch daran lag, dass Gomez verletzt war.
Oder hat Gomez auch schon zweimal getroffen? Nee, einmal, oder? Ich glaube einmal, ja. Nur gegen Hannover. Ja, und allgemein wirkt es irgendwie so, dass Gomez schon relativ weit weg ist von einem Platz im Sturm. Also Al-Ghadoui ist für mich aktuell Stürmer Nummer 3 hinter Silas und Gonzalez. Oder was denkst du, wer wird da auflaufen im Sturm beim VfB am Freitag? Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir auswärts dann vielleicht auch mal wieder mit dem Doppelochsensturm auflaufen, mit Gomez und Al-Ghadoui. Also irgendwie haben mich ja weder Gonzalez noch Silas gegen Fürth überzeugt. Und der eine ist verletzt oder ja wurde verletzt und ist dann vielleicht noch nicht hundertprozentig wieder fit. Und ich glaube, auch bei so einem jungen Kerl wie Silas ist es vielleicht auch mal ganz gut, ihn halt nicht immer von Anfang an dann zu bringen, sondern zu sagen, hey, jetzt bist du mal wieder raus und wir bringen dich irgendwie in der zweiten Halbzeit oder so. Deswegen, ich sage Doppelochsensturm. Gomez, Al-Ghadoui. Notiere ich. Die Frage ist natürlich, wie du dann Tempo ins Spiel bringst, weil genau das brauchst du. Ich brauche kein Tempo. Okay. Zweite Liga, da brauche ich kein Tempo, ich brauche halt präzise Flanken auf die beiden und dann klingelt's. So spielt aber ein Tim Walter nicht. Ist mir egal. Wobei, er hat ja zu Beginn der Saison... Tim Walter spielt auch mit 1000 Pässen pro genau. Spiel und gegen Greuther fehlt immer 300, also... Du hast recht, er ist offensichtlich anpassungsfähig und wenn er es nicht ist, dann die Mannschaft. Also, ja, also. Da gebe ich dir schon recht, aber... Ich verstehe, wo du herkommst, aber ich denke mir halt wirklich so, okay, wenn du so spielst und dann wirklich diese Tempo-Dribbler und technisch guten Spieler draußen lässt, das könnte auch schief gehen, aber wahrscheinlich... Ich will Borna Sosa, Zucker, Halbfeldflanke auf einen von den beiden Großen und dann Treffer. Und Askasiba, sein erstes Tor für den VfB. Ah, schön. Das wär's ja. Jetzt, wenn er zurückkommt, als Sechser dann auch noch, ja. Und dann direkt genau, und trifft dann am Freitag und dann, glaube ich, nächsten Dienstag endet dann auch die Transferperiode in Argentinien und bin ich endlich safe und kann mir das Trikot kaufen. Das steht immer noch zur Debatte. Nach ja, der natürlich, Aktion, also solange, aber ich befürchte, wenn die letzte Sommertransferperiode in irgendeinem entfernten Land geendet hat, öffnet wahrscheinlich irgendwo in einem anderen entfernten Land die Wintertransferperiode. Insofern bin ich wahrscheinlich nie sicher, aber ich würde sagen, wenn er jetzt bis zum nächsten Dienstag immer noch beim VfB ist, dann drücke ich bestellen. Also ihr habt es gehört und wir werden es überprüfen. Und damit sind wir auch mit der Stadtelf-Geschichte hier durch und können uns dem Lieblingsthema aller VfB-Fans widmen. Aber Moment, wer spielt denn jetzt bei dir im Sturm? Ach, habe ich das noch nicht gesagt? Ich weiß nicht. Also Silas und Al-Ghadoui. Okay. So, das ist mein Tipp. Wobei, ich möchte noch mal revidieren. Ich sag Silas und Gomez. Die Information hast du mir jetzt eigentlich geliefert, dass der Gomez so ein bisschen angepisst war, kann ich mir schon vorstellen, auch wenn er sich natürlich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und sich auch auf die Bank setzt, wenn es sein muss und so. Aber ich glaube, dass ein Walter das spürt und sich denkt, okay, pass auf, der Gomez, der saß jetzt auf der Bank 90 Minuten, konnte einmal gar nicht mitmachen, weil er Scheißerei hatte und jetzt muss der einfach mal gebracht werden und dann neben Silas der alte und der junge Bulle sozusagen und dann gucken wir mal, wie das ausgeht. Also, Silas und Gomez sind's bei mir und bei dir Al-Ghadoui und Gomez. Dann sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Und kommen zum von mir jetzt gerade schwungvoll eingeleiteten Thema Vereinspolitik. Ich merke schon, das mit den 2 Stunden wird wahrscheinlich wieder nichts, aber wir versuchen es trotzdem noch relativ kurz und bündig abzuarbeiten, denn wir haben jetzt Klarheit, was die Bewerbungen angeht für das Präsidentenamt. Letzte Woche haben wir ja noch die Meldung, ich glaube von den Stuttgarter Nachrichten zitiert, die von um die 20 Kandidaten 20, gesprochen, ne? Haben. Ja, genau. Da gab es Schwund irgendwie. Da gab es Schwund, turns out, am Ende sind es nur 10, beziehungsweise 12, aber 2 haben sie nicht richtig hinbekommen. Was da auch immer jetzt schiefgelaufen ist, wissen wir natürlich nicht, aber vielleicht hat irgendwie noch eine Unterschrift gefehlt oder weiß der Kuckuck, ist auch egal. Auf jeden Fall, es sind 10 frist- und formgerechte eingereichte Bewerbungen auf das Präsidentschaftsamt eingegangen beim
Wie heißen denn die Jungs? Mensch, ich bin jetzt wirklich von der Rolle. Vereinsbeirat, genau. Genau, so heißt was die. Bedeutet, die Bewerbungen waren rechtzeitig da und hatten halt die 50 Unterschriften, was nicht heißt, dass alle 10 Kandidaten, die sich so beworben haben, auch geeignet sind. Also hätte ich mich jetzt beworben, hätte 50 Unterschriften, ich wäre Mitglied, ich wäre im richtigen Alter, wäre meine Bewerbung auch form- und fristgerecht gewesen und dann würde man in meinen Lebenslauf gucken und relativ schnell feststellen, okay, der ist halt nicht geeignet. Ne? Aber also es gibt 10 frist- und formgerechte Bewerbungen. Genau, also das heißt nicht, dass alle, Sebastian hat es ja schon ausgeführt, dass jetzt alle 10 auch wirklich Kandidat werden können, aber das wird sich jetzt halt eben herausstellen. Der Vereinsbeirat wird das Ganze jetzt durchgucken und am 7.11. bekannt geben, wer die Kandidaten sind, die beiden. Und jetzt gibt es für mich ein Problem, Sebastian. Ich habe mich bewusst zurückgehalten, weil ich wusste zwar, dass der Vereinsbeirat die Namen nicht zwangsläufig alle kommentieren wird, aber ich dachte mir, man überlegt sich jetzt irgendwie was und schaut sich jetzt erstmal an, wer bewirbt sich, spricht dann vor allem mit den möglichen Kandidaten und wird dann schon an die Öffentlichkeit gehen und einfach die Namen verkünden. Davon bin ich eigentlich ausgegangen, denn ich kann nicht so richtig damit leben, dass man jetzt uns gar nicht darüber informiert, wer Teil dieser 10 frist- und formgerechten Anträge ist, also welche Kandidaten da zur Wahl stehen letzten Endes. Also wir kennen natürlich ein paar Namen, die haben wir letzte Woche auch diskutiert, aber ich find's jetzt schon ein bisschen schwierig, dass wir einfach nicht erfahren werden, wer dann zum Beispiel kein Kandidat wird. Also verstehst du, was ich meine? Mir fehlt hier so ein bisschen, wird jetzt oft von Transparenz gesprochen, aber pass auf, ich muss es anders sagen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich verstehe ja, dass der ein oder andere Kandidat vielleicht nicht möchte, dass sein Name in der Öffentlichkeit auftaucht, wenn er dann letzten Endes nicht Kandidat, Präsidentschaftskandidat des VfB Stuttgart wird. Ja, also wenn er dann nicht vom Vereinsbeirat ausgewählt wird, zur Wahl zu stehen. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Aber ich finde, dass man dann von Seiten des Vereinsbeirats vielleicht sagen muss, okay, also wenn du das nicht möchtest, bist du zum einen vielleicht nicht der geeignete Kandidat oder man wählt einen anderen Weg und sagt, okay, die Leute, die kein Problem damit haben, dass man den Namen nennt, bei den Leuten, ja, da sagen wir was zum Namen und dann gibt's halt noch 3 Kandidaten, die möchten das nicht und das kommuniziert man dann genauso. Weil auch hier kann man ja dann so ein bisschen das Ausschlussverfahren dann zu Rate ziehen, wenn dann die Kandidaten am 7.11. präsentiert werden. Also aber so gefällt mir das jetzt einfach gar nicht. Ja? Also das, ich weiß nicht, wer hat sich beworben. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sich aus der Deckung gewagt haben. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der aktuellen Situation nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, mir geht es genauso wie dir. Vor allen Dingen, weil die Satzung ja erstmal nicht vorschreibt, dass die Kandidaten das Recht haben, anonym zu bleiben. Ich verstehe das natürlich aus Kandidaten- oder aus Bewerbersicht schon, dass jemand sagt, hey, ich würde gern VfB-Präsident werden, aber wenn ich halt, ich bin jetzt einer von 10 und wenn ich nicht einer von den 2 werde, dann wäre es mir halt auch ganz recht, wenn mein Arbeitgeber davon nichts mitbekommt. Klar, aber andererseits, ne, der VfB hat 70.000 Mitglieder und die 70.000 Mitglieder haben es wirklich verdient, zu wissen, wer die 10 Leute sind, die sich beworben haben, um dann sich auch ein Urteil erlauben zu können, wie gut die 2 Kandidaten sind, die dann der Vereinsbeirat am Ende aus diesen 10 ausgewählt hat. Und dieser ganze Prozess hat sicherlich große Schwächen. Und natürlich, die Persönlichkeitsrechte müssen geschützt werden. Aber die Satzung sieht das nicht vor und wenn es halt dann Bewerber gibt, die sagen, hey, wenn ich keiner von den 2 bin, möchte ich nicht genannt werden, dann finde ich, kann man dem auch sagen, okay, dann bist du halt keiner von den Bewerbern. Dann bist du nicht geeignet. Dann bist du nicht geeignet. Ne? Also das fände ich transparent und okay. Und so, wie es jetzt gerade läuft, also ich glaube dem Vereinsbeirat wirklich gerne, dass er um höchstmögliche Transparenz bemüht ist. Aber das Verfahren, wie es jetzt gerade abläuft, ist nicht transparent. Das muss man so festhalten. Also 10 Kandidaten werfen ihren Namen in einen Hut. Von diesen 10 Kandidaten wissen wir von 5, denke ich. Und dann kommen am Ende 2 raus und wir wissen gar nicht, welche 5 vielleicht dann rausgefallen sind. Und das ist halt schon ein bisschen komisch irgendwie und finde ich nicht gut. Mich stört diese Vorauswahl und dass da so ein bisschen einfach schon geguckt werden kann, dass man vielleicht auch taktisch wählt, ja, dass man dann
zwei Kandidaten zur Wahl stellt. Der eine ist halt ein klarer Favorit, der andere eher nicht. Ja, und diese Unterstellung wird es vielleicht geben. Vielleicht ist es nur eine Unterstellung, mag sein. Aber da bringt man sich wieder in eine Situation, das muss so nicht sein. Ja, und ich bin schon der Meinung, dass man diesen Namen einfach öffentlich sagen muss. Und das muss halt dann Teil des Ganzen sein, dass jemand, der bereit ist, VfB-Präsident zu werden, auch damit leben muss, dass er im Zweifel nicht als Kandidat vom Vereinsbeirat ausgewählt wird, aber trotzdem in der Öffentlichkeit mit seinem Namen auftaucht. Also diese Argumentation, ich verstehe die Argumentation vom Vereinsbeirat, aber ich bin ja ganz bei dir, dann ist dieser Kandidat einfach direkt nicht geeignet. Es mag ja sein, dass der Vereinsbeirat hier die Persönlichkeitsrechte wahren muss, das ist völlig in Ordnung, aber ich bin da ganz bei dir. Als Vereinsbeirat musst du da sagen, okay, wenn du nicht möchtest, dass wir deinen Namen öffentlich bekannt geben, ja, dann funktioniert das vielleicht auch nicht so richtig mit dir. Dann genau, und meiner Meinung nach muss man die Persönlichkeitsrechte in dem Fall nicht wahren, weil die Satzung sieht es nicht vor. Ne? Also man kann einem Bewerber sagen, hey, wenn du dich bewirbst um dieses, du willst irgendwie das höchste Organ des größten Vereins in Baden-Württemberg werden, das willst du, dann nennen wir deinen Namen. Und wenn du das nicht willst, dann bist du nicht geeignet. Und das fände ich schön. Also ich verstehe auch alle Zwänge, die damit umherkommen, dass sich halt wirklich ganz honorige Personen in hohen Positionen eventuell bewerben und nicht möchten, dass sie halt verbrannt sind, wenn sie halt keiner von den Zweien sind. Aber dann muss man halt noch einen Schritt zurückgehen und sagen, dann bewirb dich gar nicht erst. Oder mach's halt so wie die anderen Kandidaten, die auch Ämter innehaben, die auch ein gewisses Standing in der Gesellschaft haben und die offen sagen, ich möchte Präsident werden und die leben damit, wenn sie nicht einer von den beiden Endkandidaten quasi sind. Ne? Und das finde ich gut. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn 10 Leute sich melden, keiner von den Zweien zu sein. Also ich meine, von 10 sind 8 quasi nicht dabei. Das ist doch nicht schlimm. Also das verstehe ich halt nicht so ganz. Und ich finde halt, die 70.000 Mitglieder des VfB e.V. hätten halt einfach diese Transparenz verdient. Und das ist vielleicht auch so ein Appell, gar nicht mal an den Vereinsbeirat, sondern vielmehr an die Kandidaten, die bisher gesagt haben, hey, ich möchte nicht, dass mein Name in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Also ich fände es halt schön, wenn einfach alle Kandidaten, so wie die 4, 5, die es bisher gemacht haben, sagen, hey, ja, ich bin einer von den 10, die sich um das Amt beworben haben. Weil nur so schafft man halt größtmögliche Transparenz und kann auch nach der Auswahl oder nach der Konzentration auf 2 Kandidaten dann sagen, hey, was ist denn mit 3, 4, 5, was ist denn mit dem, dann was ist mit dem, warum ist der nicht dabei? Aber wenn man von den 10 bei 5 gar nicht wissen, wer denn überhaupt dabei war, ist es halt irgendwie total schwierig. Ja, ich habe das vorhin auch so ein bisschen versucht, freundlich auszudrücken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir kommt es halt wirklich so an, dass man sich so ein bisschen hinter diesen Persönlichkeitsrechten, die ja vielleicht gewahrt werden müssen, versteckt. Ja, so kommt es halt bei mir einfach an. Mag sein, dass das nicht so ist, aber es fühlt sich einfach nicht gut an, so wie man das jetzt handhabt. Mag sein, dass man das, wie gesagt, so machen muss von Seiten des Vereinsbeirats, aber es fühlt sich, wie gesagt, wieder danach an, dass man versucht, hier Leute in Stellung zu bringen, als Kandidat dann natürlich, die vielleicht nicht von der Mehrheit da gesehen werden. Also man muss natürlich jetzt mal abwarten, wer letzten Endes ausgewählt wird, aber es wird Diskussionen geben. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Ja, also wenn du jetzt einen Buchwald nicht zulässt, ja, und dafür gibt es genügend gute Gründe, das schicke ich vielleicht schon voraus, wird es aber einen relativ großen Anteil an Leute geben, die dann sagen werden, ja, okay, den haben sie ja deswegen nicht genommen, weil zum Beispiel der Port das nicht möchte oder weil man Angst hat, dass dann der Klinsmann und der Berthold, also da wird es halt solche Dinge wird es dann halt geben. Und Gleiches gilt natürlich dann vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn man Klaus Vogt nicht zulässt, ja, dass man dann sagt, ja, okay, der kommt ja vom FC Playfair oder so. Also es wird auf jeden Fall irgendwelche Diskussionen geben und dass man sich diesen Diskussionen ausgesetzt sieht, das liegt daran, dass das Auswahlverfahren relativ intransparent ist. Ich hoffe auch, dass die Konzepte, die möglichen Kandidaten dann vorlegen, dass die auch veröffentlicht werden, weil das finde ich auch als Mitglied ganz wichtig. Was hat denn Kandidat XY für ein Konzept? Ja, und dann wird der zum Beispiel nicht zugelassen, zum Beispiel, weiß ich nicht, Matthias Klopfer und mir gefällt sein Konzept, dann weiß ich, okay, der Vereinsbeirat der Vereinsbeirat hat keinen Bock auf so ein Konzept, das mir aber vielleicht zusagt. Ist ja dann auch mal wieder wichtig für die Mitglieder zu wissen, was möchte der Vereinsbeirat und was finden sie jetzt nicht so wichtig. Also insgesamt ist das alles schwierig, ja, und lässt mich ein bisschen unbefriedigt zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
Ich bin auch weit davon entfernt, jetzt komplett hier durch die Decke zu gehen oder so. Man muss sich da vielleicht auch nicht künstlich aufregen über so eine Sache. Aber so richtig gut fühle ich mich in der aktuellen Situation als Mitglied nicht. Also das gefällt mir nicht ganz so. Genau, da muss man auch gucken, wo ist das Problem. Also ich sehe es halt gar nicht so beim Vereinsbeirat, als dann auch viel mehr vielleicht in der Satzung. Ne? Also aber das ist ja nur mit den Kandidaten. Also das ist ja etwas, okay, da sage ich, das ist ein Satzungsproblem, dass es nur zwei Kandidaten geben darf. Genau, also ne, muss man irgendwie das vielleicht historisch betrachten. Also es gab auch mal Zeiten, da gab es diese Einschränkung nicht. Und da waren die Mitgliederversammlung dann so geartet, dass irgendwie am Ende eines hitzigen Abends eigentlich jedes Mitglied Präsident sein konnte. Ne? Also es gab es beim VfB, das gab es danach dann auch bei Schalke und bei Bochum und bei Frankfurt. Also dann gab es irgendwie diese so legendäre Mitgliederversammlung. Und man hat natürlich versucht, das dann irgendwie so in geregelte Bahnen zu lenken. Jetzt kann man sagen, zwei Kandidaten sind auch irgendwie zu wenig, vielleicht wären drei besser. Aber der Prozess dieser Auswahl durch den Vereinsbeirat, den finde ich halt auch durch die Satzung dann nicht klar geregelt, weil ich finde, es sollte dann schon drinstehen, dass halt alle Kandidaten, ne, wie wir es beide empfinden, namentlich oder beide alle Bewerber namentlich genannt werden sollten, aus denen dann der Vereinsbeirat zwei auswählt zum Beispiel. Und das steht halt so nicht in der Satzung. Jetzt kommen natürlich dann die Kandidaten mit irgendwelchen Persönlichkeitsrechten ums Eck. Das ist halt alles irgendwie noch so ein bisschen diffus, finde ich. Und da müsste man vermutlich die Satzung nachbessern, die ja halt auch so noch nicht lange besteht. Ne? Aber das ist, da gebe ich dir recht, alles sicherlich nicht optimal. Ja, nur jetzt haben wir das Szenario, dass vielleicht jemand als Kandidat aufgestellt wird, von dem wissen wir jetzt noch gar nichts. Genau. Ja, also Name, den haben wir jetzt noch gar nicht gehört. Ja, und nehmen wir mal an, das ist auch noch jemand, der eher aus der Wirtschaft kommt. Ja, da muss er halt wirklich damit rechnen, dass die Leute direkt denken, okay, das war ein abgekartetes Spiel. Man wollte hier diesen Kandidaten definitiv durchdrücken und schenkt uns jetzt, sage ich mal, noch so einen Klaus Vogt, den ich jetzt momentan eigentlich ganz gut finden würde als VfB-Präsident, wenn ich ehrlich bin. Und das wäre vielleicht dann so eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, ihr macht ihr euch schon wieder angreifbar und das ist halt das, was man absolut vermeiden muss in der aktuellen Situation. Also es gilt halt jetzt wirklich, das Vertrauen wieder zu gewinnen und genau mit diesem Auswahlprozess gewinnst du eben kein Vertrauen zurück. Ja? Das ist ja genau der Punkt. Also ich denke, dass der Vereinsbeirat wirklich gute Arbeit leistet, aber durch diese Intransparenz und dass der Vereinsbeirat halt gerade so eine Blackbox darstellt, ne, und aus 10 Bewerbern 2 Kandidaten macht, machen sie sich halt angreifbar. Das ist halt einfach so. Ne? Jetzt stell dir vor, am 7.11. stellt sich irgendjemand hin, dann der Wolf Dietrich Erhardt und sagt, unsere zwei Kandidaten sind Guido Buchwald und Friedi Miller. Ich meine, ja. Ne, es könnte passieren. Ne? Also das gibt die Satzung her, das gibt alles her und da wäre jedem klar, wer Präsident werden soll. Ne? Also das ist nicht gut und je mehr Transparenz man in das Verfahren reinbringen würde, desto glaubhafter würde die Entscheidungsfindung des Beirats stehen. Da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Bedarf zum Nachjustieren irgendwie. Das Thema wird uns natürlich auch weiter beschäftigen. Es gibt auch einen sehr ausführlichen Artikel oder ja, Brief des Vereinsbeirats auf der Seite des VfB Stuttgart dazu. Das lohnt sich definitiv, sich das Ganze mal durchzulesen. Ist zwar relativ lang, aber gleichzeitig dann auch ein bisschen aufschlussreich. Hätte ich jetzt, wenn wir ein bisschen Zeit gehabt hätten, auch vorgelesen. Aber davon sehe ich jetzt mal ab. Vielleicht können wir das einer zukünftigen Ausgabe nochmal machen. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Wie gesagt, ich möchte mich jetzt hier noch gar nicht künstlich aufregen, aber es brodelt irgendwie schon in mir, weil ich das Gefühl habe, ich werde ja schon wieder so ein bisschen verarscht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist halt einfach so, das schreit nach Nachbesserungsbedarf. Also das ist würde ich sagen. Noch nicht so richtig gut. Gut, Sebastian, dann kommen wir schon zu unserer Jugend. Und da gibt es ja einiges Positives, dass wir genau, jetzt hier das ist deutlich erfreulicher ja, irgendwie. Ja. Ne? Dieser Schalter, den ich jetzt umlegen muss, das fällt mir ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, aber es lässt mich halt völlig unbefriedigt zurück, das ganze Thema Präsidentschaftswahl und Kandidatensuche und so. Das ist etwas, ich hätte es mir einfach anders vorgestellt. Und wie gesagt, hauptsächlich transparenter, ehrlicher, offener. Und es wäre für mich halt einfach zwingend erforderlich gewesen, dass die Kandidaten, also alle Bewerber bereit sein müssen, dass das Konzept, das sie vorgelegt haben und natürlich auch die Namen veröffentlicht werden, weil genau das sind die Punkte, die mich interessieren als Mitglied. Was hast du für ein Konzept? Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht?
Und wenn ich dann halt einfach nur zwei Kandidaten vorgesetzt bekomme und dann aus den beiden auswählen muss, ja, dann, das ist zwar eine Wahl, aber das sind halt einfach auch nur zwei, die mir vorgesetzt werden. Und ja, genau, und eigentlich kann man sagen, jeder Bewerber, der nicht wollte, dass sein Name öffentlich wird, wenn er nicht unter den zwei Kandidaten ist, ist eigentlich nicht wählbar. Ne? Also ich meine, wie viel Identifikation und Willen, das Amt zu bekleiden, hat er denn, wenn er halt nicht mal riskiert, seinen Namen zu sehen halt. Ne? Und jetzt haben wir von den 10 Bewerbern, ich glaube, 5, 6 oder so. Ich glaube, sechs kennen wir. Sechs, ja. Ne, kennen wir. Und die anderen 4, würde ich sagen, tue ich mich echt schwer, die zu wählen. Also, wenn die so wenig Identifikation haben, dass sie nicht möchten, genannt zu werden, wenn sie nicht unter den Zweien sind, also finde ich dann schlichtweg nicht gut. Und deswegen, also wenn der Vereinsbeirat Persönlichkeitsrechte der Bewerber schützt, finde ich das sehr lobenswert, aber dann wäre es dann vielleicht auch einfach an den Bewerbern selbst zu sagen, hey, ich bin hier und ich möchte VfB-Präsident werden und wenn ich halt nicht unter den Zweien bin, ist es halt auch nicht schlimm, das ist ja keine Schande oder so, dann gab es halt bessere oder Leute, deren Konzepte im Vereinsbeirat besser gefallen haben, aber dieses Versteckspiel, das finde ich halt irgendwie dann auch, ein bisschen unwürdig für den VfB einfach und für die vielen, vielen Mitglieder. Wir kennen sogar 8. Fällt mir ein. Ist es so? Also wenn sich der Unternehmer aus Plochingen auch zur Wahl oder beworben hat, dann kennen wir sogar 8. Die Frau aus Böbling, dann gab es eben Klopfer, Vogt und Buchwald. Dann gab es den Buchhändler, dann den Stadtrat. Stadtrat und noch... War das der von der CSU? Von der CDU. Von der CSU. Ja. Und dann gab es noch mal irgendjemanden. Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Also es sind 7 oder 8, die man kennt von diesen 10. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, wenn jetzt einer von den anderen beiden dann letzten Endes zugelassen wird, habe ich sofort irgendwie so ein bisschen Vorbehalte. Obwohl das eigentlich unangebracht ist, aber ich hätte sie halt. Weil ich denke, okay, warum wagen sich 8 Leute aus der Deckung oder beziehungsweise weiß man von 8, aber von 2 nicht. Und jetzt ist das vielleicht jemand, der aus der Wirtschaft kommt. Es ist dann halt einfach gleich so wieder, das ist dann nicht mein Kandidat. Dann bin ich eher für den anderen. Es muss halt grundsätzlich transparenter sein. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Gut, also transparent sind die Ergebnisse der U21. Die kann man jederzeit einsehen. Und die sind sogar relativ erfolgreich, denn der VfB Stuttgart konnte zu Hause 6:0 gegen den SV Links gewinnen. Und unter den Torschützen ist auch ein Profi der ersten Mannschaft, nämlich Matteo Klimowitz. Diego Klimowitz wäre eine Überraschung. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass der auch noch mitkicken könnte. Im Alter von 49 erzielt er in der 15. Minute das 1:0. Ja, lieber Matteo, du musst noch ein bisschen auf dich aufmerksam machen. Dein Vater hast du noch nicht ganz in den Schatten gestellt. Wenn mir zuerst Diego einfällt, wenn ich den Namen Klimowitz sehe, dann ist da auf jeden Fall noch etwas Optimierungsbedarf angebracht. Also 15. Minute trifft der Herr Matteo Klimowitz für den VfB Stuttgart. Ich werde jetzt nicht jedes Tor hier durchgehen, aber ich werde euch sagen, dass der gute Marcel Söckler zum ersten Mal von Beginn an spielen durfte. Das war ja der Torschützenkönig der Oberliga, der abgelaufenen Oberligasaison, wechselte von Freiberg hier zum VfB Stuttgart, verletzte sich dann, konnte ja einfach in den ersten Spielen noch nicht helfen, jetzt zum ersten Mal von Beginn an dabei und dann gleich direkt 3 Tore erzielt für den VfB und damit maßgeblich seinen Anteil dazu beigetragen, dass der VfB Stuttgart nach der Niederlage in Göppingen nun wieder zurück auf der Siegerstraße ist und man konnte auch zum ersten Mal 0 spielen, das ist ja auch ein Erfolg. Bislang hat man immer Gegentore kassiert, jetzt zum ersten Mal nicht. Massimo war noch mit im Kader, Aidonis, Grötzinger und der schon angesprochene Klimowitz, auch hier wieder tatkräftige Unterstützung von der ersten Mannschaft. Und der VfB ist jetzt 4. mit 13 Punkten aus 7 Spiele, ich glaube ein bisschen unter dem, was man sich so erhofft hat, also so geht's mir zumindest. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, denn am Mittwoch steht schon ein wichtiges Spiel an in Reutlingen, 19 Uhr geht's da los, wer Bock hat, kann vorbeikommen, ich glaube, Kommando Kanstadt hat auch aufgerufen, dass man da einfach beide Mannschaften so ein Stück weit unterstützt, wir haben ja eine Fanfreundschaft, oder ja, kann man schon sagen, eine Fanfreundschaft mit den Reutlingern,
Ja, ich glaube, die Reutlinger Ultras haben irgendein Jubiläum, ich weiß gar nicht welches, und das ist ja dieses Spiel, was eigentlich Anfang September schon stattfinden sollte und dann durch irgendwelche U-Länderspiele verschoben wurde jetzt auf kommenden Mittwoch. Genau, genau, weil Jugendspieler ausgefallen sind. Ich glaube, es handelte sich damals um Aidonis und Hornung, also der Torhüter und der Innenverteidiger des VfB, waren abgestellt. Und deswegen gab es diese Spielverschiebung. Wie ist denn der richtige Begriff dann? Das war der Kapitel Heutzer, ja. Terminverschiebung, so ist es richtig. pass auf, jetzt geht das wirklich ganz merkwürdig aus am Mittwoch und dann wird uns hier Insiderwissen unterstellt. Gut, also die Reutlinger sind aktuell 15. 8 Punkte aus 7 Spiele. Ja, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft, kann ich von hier nicht ganz einschätzen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Reutlingen eigentlich eine Mannschaft sein dürfte, die ja, sich eher nach oben orientiert als nach unten. Also da ist noch ein bisschen Steigerungspotenzial da bei den Reutlingern. Hoffentlich nicht am Mittwoch. Und am Samstag geht es dann schon weiter um 15.30 Uhr in Neckarsulm. Die sind aktuell 12. haben 10 Punkte aus 8 Spielen bislang sammeln können. Und ich denke mal, nach diesem Doubleheader, nach der englischen Woche, wissen wir dann auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht für die zweite Mannschaft. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht mit dem aktuellen Tabellenplatz und den Punkten, weil ich der Meinung bin, die U21 muss dringend wieder aufsteigen und sie wird, wie gesagt, unterstützt mit einigen Spielern aus der ersten Mannschaft. Und es wäre mir dann schon recht, wenn wir dann ein bisschen besser dastehen würden, als das aktuell der Fall ist. Aber es sind natürlich auch viele junge Spieler dabei. Vielleicht braucht man da doch noch ein bisschen Geduld. Die U19, Sebastian, konnte auch einen großen Erfolg verbuchen. Sie haben ja, nämlich Derby-Sieg. So sieht's aus. Oh. Am Samstag den KSC, ich denke mal, mit Leichtigkeit 1-3 geschlagen oder 3-1 geschlagen. So ist es ja richtig. Reuter, Münst und Kassiel haben die Tore erzielt für den VfB Stuttgart und die zweite Mannschaft steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz mit 14 Punkten aus 6 Spiele und am Freitag gibt es das Top-Duell, muss man sagen, 18 Uhr in Stuttgart gegen den FC Bayern München. Die sind Erster, auch 14 Punkte aus 6 Spiele, haben halt das bessere Torverhältnis und das ist wirklich ein echtes Top-Spiel dann für die U19. Ja, leider Gottes spielt der VfB da in Bielefeld und wir werden uns wahrscheinlich mit dem Spiel rumärgern. Genau, könnt ihr 30 Minuten dann vielleicht gucken und müsst dann schnell irgendwie ins Vereinsheim oder sonst wo hin und dann die erste Mannschaft zu gucken oder so. Das ist ein bisschen blöd, dass es parallel läuft, weil sonst wäre das echt ein Tipp, die U19 vom VfB zu unterstützen, die ja diese Saison dann genauso gut gestartet ist, wie sie die vergangene Saison beendet hat, trotz der vielen Abgänge. Also das ist schon erstaunlich. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass man eigentlich ganz zufrieden sein kann mit der Ausbeute. Denn so richtig rund läuft es eigentlich in der U19 auch noch nicht. Dafür steht man eigentlich vom Tabellenplatz und Punktestand ganz gut da. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Top-Duell ausgeht am Freitag, 18 Uhr, wie gesagt. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der die Möglichkeit hat, vorbeizuschauen und, weiß ich nicht, das Spiel dann aufzuzeichnen, also das Spiel des VfB in Bielefeld aufzuzeichnen und später anzugucken. Ich glaube, die U19 würde sich freuen, wenn da ein paar Leute vor Ort sind und die Mannschaft unterstützen. Ja, gebrauchen können sie es definitiv. Gut, dann haben wir es geschafft, sind durch. Dennis haben wir auch schon erwähnt. Ich sage es trotzdem nochmal, unterstützt Dennis, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja, auch 1 Euro hilft da schon. Ja, ist ja ganz logisch, umso mehr Leute auch kleine Beträge spenden, umso eher bekommt er die 10.000 Euro für seine OP zusammen. Beziehungsweise ist, glaube ich, so eine Therapiegeschichte, oder? Oder war es eine Operation? Ich muss nochmal nachlesen, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Auf jeden Fall, unterstützt Dennis da und wie gesagt, die Artikel findet ihr auf unserer Seite, die so ein bisschen seinen aktuellen Gesundheitszustand beschreiben. Da könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel zu dieser Sendung beizutragen, Sebastian. Gibt's noch was du loswerden musst? Nee, ich bin eigentlich auch durch für heute. Das ist alles gut. Das ist gut, das gefällt mir. Ich bedanke mich bei dir. @butze ist der Twitter-Account, den es zu folgen gilt, wenn man natürlich zum einen über die neuesten Laufleistungen von Sebastian informiert werden möchte. Die gerade relativ spärlich vorhanden sind, aber ja, kommt wieder. Kommt wieder, also ihr könnt ihn begleiten auf dem Weg nach oben sozusagen. Und wenn ihr Bock habt, den ein oder anderen lustigen Text über den VfB zu lesen, empfehle ich euch vertikalpass.de und auf Twitter
Vertikalpass. Ja, also die Texte, ich habe es ja schon so oft gesagt, aber ich muss es immer wieder sagen, sind einfach so fantastisch und ich freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Artikel erscheint. Und auf Twitter gibt es dann auch so immer mal den Schmunzler zwischendurch, möchte ich mal so sagen. Das gefällt mir immer ganz gut. Mich findet man auf Twitter unter @RickyPalm, diesen Podcast auf Twitter unter @VFBSTR. Außerdem gibt es natürlich VFBSTR auf allen bekannten Social-Media-Plattformen, auf YouTube, Deezer, Spotify, ihr wisst das schon selber, wo ihr uns finden könnt. Und ja, damit sind wir durch. Wünschen vielleicht euch. Erwähnst du noch kurz die Mailbox. Habe ich das von vergessen? Nein. Nee, aber gleich nochmal kurz. Also, na gut. Ich find, die Nummer kam heute schon relativ kurz irgendwie. Also. Ja, du merkst schon, 50 Anrufe sind dann doch ein bisschen viel. Ich steuere das dann ja einfach, indem ich die Nummer unterschlage. Also. Nehmt die Handys raus, 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04, egal wann, egal wo, egal warum. Also ruft an, lasst uns teilhaben an ja eurer VfB-Zeit, möchte ich fast schon sagen. Also wenn ihr irgendwas habt, was euch auf der Seele brennt, wenn ihr einen Spieler getroffen habt, wenn ihr Informationen, Fragen, Hinweise zur Sendung habt, all das könnt ihr auf unserer Mailbox abladen, 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Und ich denke mal, damit sind wir jetzt wirklich endgültig durch. Absolut, ja, ja. Super. Klar. Dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören können. Sebastian, nochmal vielen Dank und gerne. Bis nächsten Montag. Bis dann.